So. Jetzt müssen wir das zusammenfassen, was wir letzte Woche... Wir können beginnen. Ja, na, Intro! So. Sehr gut. Sehr schön. Hast du toll gemacht. Ich bin stolz auf dich. Russian, heute nüchtern. Das können wir ändern. Nee, ich habe keinen Alkohol. Also doch, aber ich habe keine Lust, welchen zu trinken. Es ist mir zu warm dafür. Deswegen habe ich meinen Alkohol ja gekühlt. Ich habe kein Bier. Ich habe noch warmes Bier im Auto, fällt mir so auf. Das ist mir letztens auch gefallen, da sind mir noch zwei Dosen vom Festival in die Hand gerollt. Das war so gut. Naja, die Palette, die noch über war, haben wir hier auch noch vernichtet, aber... Ja, die lagen noch in einem zusammengeklappten Stuhl. So, ich wollte den Stuhl rausräumen, so klack, klack. Da liegt noch ein Liter Bier. Sehr schön. So, Intro. Also wir sollen das zusammenfassen, was wir letztes Mal gemacht haben, was wir nicht hochstellen werden, weil wir irgendwie alle so müde waren, dass wir nichts auf die Reihe gekriegt haben. Und nur eine halbe Stunde lang eigentlich nur Scheiße gelabert haben. Nur eine Stunde? Stunde. Ja, also wir haben... Der Spielleiter hat keine Lust, sich die Arbeit zu machen, das zu schneiden. Das kann ich sogar verstehen, weil es echt irgendwie nicht spannend ist. Das stimmt. Wir haben nur unseren Raus... Also das ist eigentlich so wie sonst auch immer. Nur haben wir es diesmal gemerkt, dass es unlustig ist. Ja. Ja, und deswegen... Also, wir fanden es schon witzig, aber für euch ist es wahrscheinlich nicht lustig, weil ihr das einfach alles schon kennt. Deswegen fassen wir zusammen. Wir haben den Drachen gelegt und haben jetzt einen Riesenhaufen Gold. Das war jetzt so vorhersehbar, Dilly. Entschuldigung. Nein, Das war so vorhersehbar, dass du ein Ei gelegt hast. Das ist okay, aber... Das war nein, auch nicht du witzig. Hast den Fladen in meine Küche gelegt. Nein, nur in deine so, Küche gekotzt. Sag ich doch. Genau. Also, wir haben unseren Rausch ausgeschlafen, sind aufgewacht bei mir zu Hause allesamt, warum auch immer. Also, es ist bis heute auch nicht so ganz klar, weshalb Julio noch zu Kaban gefahren ist, nach Alex Geburtstag. Der Spielleiter hat nur irgendwie deutlich gemacht, dass die alle so schnell und so strukte angefangen haben, dass irgendwie so gegen 3:30 oder was die Party zu Ende war. Oder die meisten weg waren. Das heißt, Julio dachte, oh, weißt du, genau, das war was wieder. Machst du noch was mit coolen Leuten, die noch nüchtern sind? Genau. Doofe Idee, wir waren auch nicht nüchtern. Dann sind wir alle gekotzt, nur die ganze Zeit. Ja, und deswegen sind wir dann ins Tafershack gegangen und haben was zu essen besorgt. Das haben wir auch nur nachträglich erfahren, das muss man jetzt dazu sagen, das haben wir nicht ausgesprochen. Richtig, genau. Und der ganze Abend drehte sich eigentlich darum, dass wir, beziehungsweise der ganze Tag drehte sich darum, dass wir wieder nüchtern werden. Genau. Das war Julio hat meine schon. Drohne kaputt gemacht. Weiß meine ich das? Hausmannsdrohne. Du hast deine Hose dran gebunden und sie aus dem Fenster geschmissen. Warst du das nicht, der die aus dem Fenster geschmissen hat? Was weiß ich, aber du hast deine Hose dran gebunden. Also bist du dran schuld. Vielleicht wollte ich ja verhindern, dass sie kaputt geht. Hast ja toll hingekriegt. Meine Drohne ist kaputt. Vielleicht wäre sie noch schlimmer kaputt. Vielleicht hättest du sie jemandem auf den Kopf geschmissen. Um die Uhrzeit wahrscheinlich ja nicht. Vielleicht wäre ein Stück der Drohne wieder, weil, ne, hier von wegen Impuls und... wieder zurückgeflogen nein. Und es wäre tatsächlich dazu gekommen, dass dir dieser Splitter, genau dieser Plastiksplitter, ins Cyberauge gedingst werden. Hätte es Funken geschlagen, dein anderes Auge verbrannt und du wärst blind. Ganz ehrlich, wenn meine Augen anfangen zu brennen, habe ich andere Probleme als blind zu sein. Schwein on fire, Schwein on fire. Scheiße. Bitte nicht. Was? Schwein on fire? Ich mag zwar Bratschwein, aber
Also gebratenes Schwein und so. Oh, hier Schweinfeckel. Nom 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 nom. Ob Kaban gebraten schmeckt? Der ist wahrscheinlich zu zäh, oder? Du weißt doch, gut mit Ketchup. Mit Ketchup schmeckt alles gut. Ja, man ist knusprig und schmeckt gut mit Ketchup. Ja, ja. Ja, vermutlich. Genau, was diese Folge kommt, ja. Wissen wir noch nicht. Genau. Jojo hat noch das Gespräch mit der Filmtussi, was vermutlich ganz glorreich in die Hose gehen wird, denn wir haben ja alle noch so viel Edge. Haben wir das noch? Weiß ich nicht. Mir ist auch noch keine Ausrede eingefallen, weshalb sie mit einem... Sie hat ja drinstehen, dass sie Magierin ist. Muss sie ja drinstehen haben, falls es irgendwer checkt. Ja. Weshalb sie als Magierin so einen Scheiß machen will. Ich habe noch keine gute Ausrede dafür. Weil du dich interessierst für Technik? Weil sie so schlecht ist. Das ist einfach... Aber selbst die Schlechten kriegen ja noch eine Ausbildung. Die können ja meistens wenigstens noch was kennen oder sowas. Ja, aber es gibt ja auch persönliche Hobbys und so und du bist halt Magier, aber interessierst dich dafür nicht? Ja, es ist halt, also es ist sowas, so ähnlich würde auch meine Ausrede lauten, aber... Aber naja, mal gucken, wie es wird. Du machst ja eine Ausbildung zu irgendwas Technischem, hast du ja gesagt, ne? Ja, ja, genau. So, Aber wieso hat mich noch kein Konzern gekascht? Ja, das macht das so, Intro. Ja, ja. Ihr macht im Intro schon die Folge quasi. Warum nicht? Ja, nee, ist okay, also, mach mal, dann spiel einfach weiter. Wir labern eigentlich die ganze Zeit und singen. Wir singen wunderschön. Geil. Ja. Ja, das stimmt. Du darfst einstimmen. Schwein on fire, Schwein on fire. Carbon on fire hat sie erst gesungen. Was? Ich habe immer Schwein on fire gesungen. Wie ging das dann weiter? Hast du nicht Carbon gesungen? Nein, ich habe Schwein gesungen. Dann habe ich das einfach interpretiert. Ja, natürlich, das war ja auch so gemeint, aber das passt doch so sinntechnisch überhaupt nicht. Kaban hat 2 Silben. Das geht nicht. Schwein hat 1. Deswegen kann ich nicht singen. Das hat ja nichts mit Singen zu tun. Mach nochmal. Schwein on fire, Schwein on fire. Burning, burning with desire. Burning for the steel, Schwein on fire. Sehr schön. Nein, das muss singen, burning. Ich habe gerade den Hammer for Text gegoogelt, das stimmt jetzt so. Burning cause of drone. Burning on a Spieß? Nee, burning cause of drone. Finde ich nicht gut. Ich sollte vielleicht auch mal eine Aufnahme anmachen, oder? Ja. Gut. Das wäre jetzt quasi die Intro mit Folge. Ja. User in your channel started recording. Schön. Wir haben auch keinen Blödsinn erzählt. Wir haben nur zusammengefasst, was letztes Mal passiert ist. Ich kann mir das lebhaft vorstellen. Wir waren sehr seriös und ernst. Die ganze Zeit, durchgehend. Wie immer. Ich bin ernst und sie ist seriös. Nein, ich bin seriös. Entschuldigung. Brumtsch. Mann, bisschen mehr Würdigung für mich. Dann hör auf, dich zu entwürdigen. Nein. Was so? Und das auch nur, weil mir jetzt kein anderes tolles Wort für entwürdigen, also mit einer anderen Vorsilbe eingefallen ist. Gut. Dann lassen wir das so. Alles nichts an, auf, in, um. Geht alles nicht. Geht nur end. Ist doch scheiße. Das ist so rassistisch, oder? Hä? Wieso rassistisch? Naja, es ist Silbenrassismus. Niemand mag Rassisten. Lasst sie uns alle umbringen. Habt ihr doch schon. Nee, das waren ja nur 6. Ach so. Da fehlen ja noch welche. Ja, wir haben noch eine Rechnung mit den offen. Das ist mir beim nächsten Mal etwas geplant. Ich habe mal eine Frage. Die Falcons, wie stehen die nochmal zu Elfen eigentlich? Nicht so pralle. Wieso? Die haben quasi leichte rassistische Vorurteile gegen Elfen, manche auch stärkere, oder? Es wird weniger. Und die wirst also alle umbringen? Dank Jojo wird es weniger. Auch ach, ohne dank Jojo, Jojo es wird es weniger. Es wird auch ohne Jojo. Ach, es wird echt weniger, aber bis dahin, bis das nicht weg ist, musst du noch alle töten, oder? Nein, muss ich nicht.
Das ist aber schon eine ziemliche Doppelmoral. Nein, es ist ja, also. Das ist Jojos Moral, lass sie in Ruhe. Ist eben, danke, Kaban. Endlich mal jemand, der für mich einsteht. Das finde ich gut. Ja, so bin ich halt. Wir sollten uns öfter gegen den Spielleiter verbünden. Das ist halt der pure Hass. Da kommen wir drauf, das passt schon. Hat eh nichts zu melden, der Typ, und dann ist gut. Dann verbünde ich mich eben mit den NPCs. Ja, das schön. Sind viele. Ja. Also Kinder, berät mal weiter. Ihr hattet gerade irgendwas mit Zinn und Magier. Was hast du da jetzt eigentlich eintragen lassen? Ich weiß nicht, ob wir dazu überhaupt was gesagt hatten. Was doch, wir hatten was dazu gesagt. Sie ist eine wandelnde Massenvernichtungswaffe. Also wir hatten Magier, habe ich nicht explizit gesagt, muss ich jetzt dazu sagen, dass das damit eingetragen werden soll. Die Wahrscheinlichkeit, das ist halt die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man das überhaupt checkt. Vielleicht hat das ja noch keiner rausgekriegt, dass du Magier bist. Ich glaube, das merkt man. Allein wenn du jemanden hast, der ein bisschen erscannen kann, dann merkst du das anhand ihres Magielevels. Ja, ich weiß das, aber vielleicht haben die an der Uni einfach geschlafen. Wir haben alle Glück. Sie ist sehr spät erwacht. Ja, aber jeder, der erscannen kann, sieht, dass sie nicht erst vor kurzem erwacht sein kann. Hm. Die Macht fließt zu stark in ihr. Die Macht sei mit dir, lalala. Die Kraft des Safts. Ja, ja. Die Kraft des Safts. Warum steht da eigentlich Jojo-Ball? Jojo-Ba-Öl. Oh Gott. Die Erklärung war gut, die habe ich jetzt auf jeden Fall verstanden. Ja, das ist alles, worum es geht. Gut, also es steht nicht auf der Sinn, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das sieht? Keine Ahnung. Ich hätte mich auch Ewok genannt, aber das kann ich nicht schreiben, deswegen habe ich das jetzt geschrieben. Ja, ich habe es nicht explizit erwähnt bei der Sin, das muss ich jetzt dazu sagen. Wahrscheinlich hat Julius deshalb auch vergessen. Hm. Ich habe auch keine Ahnung, wie schnell man das sieht. Da muss man halt dann gucken. Ich weiß nicht, wie oft kommen denn Sin-Überprüfungen, beziehungsweise wie oft hat man das Gefühl, dass irgend so ein magischer Shit überprüft wird? Naja, jedes Mal, wenn ein Magier vor dir steht. Keine Ahnung. Ja, aber also wenn sie in der Sin lesen Magier, dann wirst du genau überprüft. Die haben jetzt nicht immer irgendwas dabei, um Magier zu überprüfen. Im B-Gebiet kann man Midi-Chlorianer zu überprüfen. Genau, ja, die. Geht, im B-Gebiet ja ist das schon eher wahrscheinlich, dass sie, wenn sie dich richtig hart rannehmen wollen, dass sie dann mal irgendwie sagen, yo, schick mal kurz einen Watcher Nummer 4 und dann kommt Watcher Nummer 4 und guckt sich die Sachlage mal an. Mehr. Natürlich gibt's noch Watcher. Du kannst ja nur nicht. Bei dir gibt's noch welche, okay. Die gibt's auch noch in SR5, du brauchst bloß ein Ritual dazu. Ach so, witzig. Bam, und die sind sogar besser geworden, soweit ich weiß. Stimmt. Irrelevant. Und wenn du halt so durch die Stadt cruist, tja, du weißt das halt nicht, wie oft guckst du dich denn um, wie das so ist. Na, das Ding ist, wenn ich so durch die Stadt cruise, kann ich auch noch die Sim benutzen, die ich so nehme. Ja, aber in dem Bereich, wo du dann dich anstellen willst, ist es natürlich schon, ich meine ja von dem Stadtbereich, ne? Ja, aber das die werden, ist halt B-Gebiet. Die also werden, unteres. Ja, aber ein unteres B-Gebiet, die werden keine magische Sicherheit, außer vielleicht einen Hüter haben. Davon ist zumindest auszugehen. Na, die in einem guten B-Gebiet, also um mal SR5 zu zitieren. Die in dem guten B-Gebiet, wo wir den scheiß Hund geklaut haben, die hatten auch nur einen Hüter und die hatten halt noch diesen komischen Geist, der da aufgepasst hat. Aber das war ein gutes B-Gebiet. Ja, aber das war auch ein einzelnes Privathaus. Ne? Ja. Und aber da stand auf deiner Sinn auch, glaube ich, drauf, Magier. Ja. Na, siehste, dann gab's für die erstmal keinen Grund zu sagen, okay, weil die wussten Bescheid. Und in einem Stadtgebiet, wo viele wirtschaftliche Zentren sind, wie zum Beispiel Filmstudios, kann es schon mal sein, dass sie irgendwas haben. Du weißt es halt einfach nicht als Jojo, das ist das Problem. Nee, ich weiß es nicht. Das ist halt deswegen, das war jetzt auch gerade keine OT-Anfrage, so, sondern eine Anfrage, ob der Charakter das wissen kann. Nö. 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 Hm. Wird sehr viel teurer, kommt da sehr viel drauf, wenn sie das nochmal nachträgt. Ich muss mal kurz, kurz AFK sein.
Was war das für eine Stufe? Weiß ich nicht. Was war das für eine Stufe? Das hast du uns nicht gesagt. Na, guck mal das nochmal nach. Wie viel habt ihr bezahlt? Warte, für beide zusammen muss ich gucken kurz. Ich glaube 3.500 für beide zusammen. Also schon eine Menge. Oder sogar 4.500. Wow, ist die Dropbox. Und wie viele Tage gilt die nochmal? Ach, ist mir jetzt eigentlich alles viel zu kompliziert. 2 Wochen gilt die. Ich rechne das jetzt nicht nach, ich bin doch nicht bescheuert. Was kostet das? Ja, wo ist denn die Dropbox? Ich finde die scheiß Dropbox nicht. warte. Computer C, mein Name und dann ist da der Ordner direkt. Dumm, die, dumm, dumm. Achso, wartest du auf mich? Nee, auf den Rechner. Gut. So, wir haben 3.500 bezahlt. Für 2 Wochen. Jo. Also hast du irgendwie aufgerundet, nehme ich an. Ja. Hm. Okay. Jo, 350. 350? Hm. Ja, geht ja nicht anders. Geht schon anders. Es hat beides Vor- und Nachteile. Das ist richtig. Aber da den Job nicht zu kriegen, ist mir lieber, als von den Bullen angehalten zu werden, weil ich eine nicht genehmige Magierin bin, was dazu führt, angehalten. Dass mich, ja, was dazu führt, dass sie mich einsacken und dann schlimme Dinge mit mir tun. Ich sag mal, es könnte passieren, dass sowas kommt, ja. Ja, deswegen nachtragen. Jo, zieh sie dir das Geld an und tja, wie lange dauert das jetzt? Das ist eine gute Frage. Würfel doch mal Edge. Ich prophezeie ein Erfolg oder weniger. Ein Erfolg. Wieso lässt du mich eigentlich würfeln? Du hast doch gesagt, du würfelst ab jetzt für mich, oder? Ich finde, das können wir machen. Du wolltest, dass ich für dich würfle, okay, ja. Warte. Alles klar, ein Erfolg. Also. Du darfst trotzdem ab jetzt immer für mich würfeln, dann kann ich dir wenigstens die Schuld geben. Jo, mhm. Hm. Damit du es bis zum Dings noch rechtzeitig schaffst, kostet 700. Was? Naja, du hattest einen Erfolg. Das macht doch alles keinen Spaß mehr. Kannst du auch das Treffen verschieben? Bist du blöd? Ich hab da eh sowieso schon so wenig Zeit. Tja. Dann kann ich ja auch nicht helfen. Ich kann ja jetzt nichts dafür, dass du vergessen hast, dass du eine Magierin bist. Ich hab's nicht vergessen. Ach so. Ich weiß nur nicht mehr genau, was wir damals ausgemacht haben und ich glaube, ich habe es nicht gesagt, also nicht dazu gesagt. Ich glaube auch, dass wir darüber nicht gesprochen hatten. Ja. Entweder weil ich es als gegeben angenommen habe oder weil ich einfach nicht dran gedacht habe oder beides oder wie auch immer. Ist eigentlich auch Wurst, mein Fehler, Punkt. Es ging halt um diesen Adler, weißt du? Da vergisst man das schon mal. Das war kein Falken, Adler, das Falken, war ein Falken. Falke. Cassiopeia. War es echt Cassiopeia? Ja, es war Cassiopeia. Oh Gott. Ja, ich weiß das noch. Juhu. Hast du an die richtigen Dinge gedacht? Hm. Kann ich nicht verschieben. Ist halt so, dann Pech. Bam! Geht nicht anders. Geht nicht wehe, anders. Du lässt mich Edge würfeln, wenn ich da reingehe. Wieso sollte ich dich da Edge würfeln lassen? Du ein mieser, dreckiger Wichser bist und ganz genau weißt, dass ich keine Erfolge bekomme. Wenn, dann würfel ich doch jetzt für dich. Ach so, gut. Verdeckt. Was? Nein, dann entscheidest du nämlich einfach nur, ob du da gerade Bock drauf das hast. Das ist oder nicht. Überhaupt richtig. Siehst aber du? Du wolltest doch, dass ich würfle. Wenn du dein Glück in meine Hände legen willst, dann kannst du auch gleich dein Glück in meine Hände legen. Aber ich will wenigstens sehen. Ach so. Ich würde mir ja, mal. Mach halt. So. Würfel halt verdeckt für mich. Das ist okay. Dann kann ich so viel Angst hast du vor dem Selbstwürfeln? Ja. Das ist nicht schlecht. Jutti. Also. Ja. Die meiste Zeit würfel ich unterdurchschnittlich. Also, Kind, du wirst also dann zu dieser Frau. Ja.
Na, fährst du hin? Ja. Na, muss ich erstmal für dich Edge würfeln. Also, kommst an. Mhm. Am Eingang stehen zwei Dudes, also vom Eingang vom Gelände. Denen hatte ich ja schon mal was gesagt. Mhm. Die lassen dich dann rein, nachdem du deinen Namen angegeben hast und deine Anliegen und bla bla bla. Dann kommst du auf die Liste. Mhm. Machen sie doch ein Foto von dir. Ich habe mich verkleidet. Ach, ja, passend zur Sinn. Was ist denn dein Verkleidungswurf? Dann, ja, genau. Sag mal an. 6 Würfel. Und du willst also, dass ich für dich würfle, ja? Alles klar, ein Erfolg. Überleg mir das gerade nochmal. Jutti, also. Es liegt nicht am Würfler, es liegt an dir. Und da gehört ein Leerzeichen dazwischen. Mist. Also wenn du sagst, dass du ab jetzt wieder selbst würfelst, kannst du auch die 2 Erfolge haben. Ja, Mann. Bitch, das kriegt man so leicht. Also, bist du einigermaßen gut verkleidet, die lassen dich reinmachen, ein Foto von dir, krabst dir nochmal an den Arsch. Ja, okay. Nein. Das glaube ich nicht, dafür sind sie zu professionell. So professionell sehen die jetzt nicht aus. Denk dran, das ist... Was war's hier? Moloko. Genau. Dann gehst du halt auf den Eingang zu und dann kommt dir die Diener entgegen. Und genau. Die begrüßt dich dann freundlich mit Handschlag. Jetzt muss ich erst noch mal gucken, wie du heißt. Tanja. Ah ja. Hallo Tanja, so, du hast dich beworben gehabt. Ja, genau. Gut, du weißt das, ich bin gerade ein bisschen durchmüht. Möchtest du gleich mit reinkommen? Klar. Jutti, sie nimmt dich direkt, geht auf den Eingang zu, meint dann, Sonne scheint gerade noch so schön, wenn du willst, können wir uns auch raussetzen. Klar, also. Kann man denn da draußen überhaupt sitzen? OT? Na klar. Es gibt da auch eine Bank und einen Tisch und sowas in der Richtung. Dann setzt sie einen, Strahlen würde ich nicht sagen, aber doch sowas ähnliches auf. Klar. Den Bewerbungstagblick? Nee. Dafür hat Jojo viel zu wenig Bewerbungstage hinter sich gebracht. Das mag durchaus sein. So. Sie lässt sich dann nieder mit dir. Mhm. Ruft sich auf ihrem Comlink nochmal deine Bewerbung auf, die ja auf einem, informellen Anschreiben irgendwie sich eigentlich nur darauf beruft. Deswegen hat's ja zum Glück mit angegeben. Ja. Hochzeit drauf. Du siehst ein kurzes Huschen über ihr Gesicht. Ein leichtes Staunen. Wieso ein Staunen? Hä, weil sie jetzt sieht, dass du Mage bist. Ach so. Vielleicht deswegen. Also vorher hat sie sich das vielleicht noch nicht so angeguckt, weil du bist halt irgend so der Tussi, die vorbeikommen wollte. Ja. Okay, so. Und du studierst noch Mechatronik. Ja. Und hast da schon die Ausbildung hinter dir. Mhm. Okay. Kommst du von hier, oder? Also aus Moskau? Odi, was hatte sie in ihrer Sinn stehen? Ja, in ihrer Sinn, ja. Das kann sie nicht abrufen, was da drin steht. Das wird sie sich vorher aber mal angefragt haben. Na, du kannst es, du weißt es, aber ja, sie sieht es nicht, was da drin steht. So. Die sieht Vorstrafen und Magier und Technomancer. Und alle Lizenzen? Nee, Lizenzen sieht's auch nicht. Nee, ich komme tatsächlich nicht von hier. Okay. Aber ich bin halt recht früh hergekommen, deswegen, naja. Mhm. Warum möchtest du hier arbeiten? Weil ich ehrlich gesagt unheimlich gerne in die Richtung Film, Audio, sowas in die Richtung gehen will. Und ich, also zumindest weil das halt eines der Zweige ist von den Möglichkeiten, die ich habe, die ich eigentlich am coolsten finde. Und ich glaube, dass das ziemlich hilft, wenn man zumindest ein bisschen Erfahrung mitbringt. Hast du schon mal vorher Erfahrungen gesammelt in der Richtung? Nee, nicht so wirklich. Also eher mal so ein bisschen hobbymäßig halt, aber also bei ein paar Hobbysachen, aber sonst nichts. Und was hast du da so gemacht? Naja, hauptsächlich mal eigentlich alles Mögliche. Also hauptsächlich Verkabelungen, Sachen reparieren.
Hauptsächlich, weil das Equipment ziemlich alt war. Und naja, irgendwer musste es fixen. Diejenige war ich. Ja, meistens sowas. Also so Standardsachen eigentlich. Okay, warum hast du dich gerade für das Studio hier entschieden? Weil hier ziemlich, also so, soweit ich hier gelesen habe, eigentlich recht viel, das ist recht vielseitig und ein bisschen lockerer als so das, was ich sonst noch so gesehen habe. Wo warst du denn noch so? Ich war nicht, ich habe nur auf, haben mir nur die Matrix-Präsenzen angeguckt. Sie sagt noch ein paar andere Studios. Wir haben ja tatsächlich geguckt. Okay. Naja, also ich meine, ich weiß, dass das mit Bezahlung wahrscheinlich nicht ganz so viel läuft, aber mir geht es eigentlich auch hauptsächlich um die Erfahrung. Wie finanzierst du zurzeit dein Studium? Naja, Unterhalt von den Eltern, ein paar Nebenjobs, immer mal wieder, aber... Okay, du hattest ja geschrieben, dass du dann auch relativ zeitlich flexibel bist. Ich weiß gerade gar nicht, wie das so geht im Studium. Also ich weiß, dass ich damals noch unheimlich viel zu tun hatte und eigentlich wenig Zeit hatte. Naja, mein Problem, oder auch nicht Problem, ist dass ich dann nochmal kurzfristig ein bisschen umgeschwenkt bin. Also ich wollte, habe halt ein paar zusätzliche Kurse belegt. Das führte aber dazu, dass sich andere Kurse überschnitten haben und ich deshalb jetzt ein Semester länger machen muss. Und ich deshalb jetzt relativ viel Zeit habe, weil ich jetzt nur noch zwei Kurse habe. Mhm. Mach mal bitte Etikette erstmal. Also Gebräuche. Gebräuche? Ja. Warte mal. Es geht alles hier nicht. Tü-tü-tü. Ist das dein Ernst? Ja. Ich würfe immer so schlecht. Die Sisal ist so scheiße. Tue ich auch die meiste Zeit. Ich glaube, Teddy ist gerade irgendwie in einem anderen Universum. Ja, bin ich, weil ich hatte ja gerade noch ein Telefonat und so. Beauty. Jetzt aber besser, oder? Jetzt hört man dich ja. Sehr schön. Was wolltest du sagen? Habe ich wieder vergessen, nein. Jetzt bügel dir einfach drei Erfolge, hab ich gesagt. Mir ist auch nicht, was mit dir los ist. Okay, und... Du studierst direkt Mechatronik. Ja. Und nicht sowas wie, was weiß ich, Grundstufe Manatec oder sowas. Nein. Sie schlägt dabei die Augen auch ein bisschen nieder. Ah, du willst wahrscheinlich wissen, warum, hm? Das, ja. Weil ich... ehrlich gesagt, zum einen ziemlich schlecht bin und zum anderen überhaupt keinen Bock darauf hab. Also wirklich überhaupt keinen. Okay. Und, naja, fehlendes Talent gibt mir dann die Möglichkeit, das zu machen, wo ich gut bin und was mir Spaß macht. Hm. Hast du irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Begutachtung, Bewertung von irgendwelchen Praktika, irgendwelche Abschlussprüfungsnoten, irgendwas in der Richtung zufällig da? Oh Gott, hat man sowas? Du nicht? Jetzt nicht hier. Ich kann mal gucken, ob ich es noch, also ich kann es nachreichen, wenn es kein Problem ist. Das wäre auf jeden Fall gut. Also ich habe zurzeit das Gefühl, dass wir hier dich nicht nehmen können, weil du einfach, für mich wirkt es so, als müsstest du vielleicht erstmal noch ein bisschen gucken mit deinem Studium, ob es noch eine andere Richtung gibt, für die dich vollends interessierst, denn wenn du hier anfangen willst, dann musst du mehr als voll dahinter stehen. Dann musst du dich vorher ein bisschen mehr eingearbeitet haben in alles Mögliche, was weiß ich, Sound, Film, Video, und wirklich viel Zeit haben. Ich weiß nicht, wie es mit deinem Studium ist. Ich weiß, dass man sich da manchmal übernimmt und dann würdest du vielleicht hier wieder einen Schritt zurücktreten müssen. Das können wir uns zurzeit einfach nicht leisten.
Mach dir erstmal noch Gedanken, wenn du das wirklich willst. Gib mir alles, was du noch so hast, und dann werde ich das nochmal an die anderen rantragen und dann würde ich dich nochmal einladen. Aber zurzeit wirkt es auf mich einfach so, als bist du einfach nicht motiviert genug. Was jetzt keine Beleidigung ist, das darfst du jetzt nicht zu Herzen nehmen, aber ja, das ist meine Einschätzung. Bam! Bam! Alles klar. Du musst jetzt wieder sprechen und sagen, ich bin voll motiviert, weil ich kann. Warum? Das ist völlig, nee, das ist völlig sinnlos. Oh bitte, ich bin so motiviert, liebe mich. Nee, das ist noch viel sinnloser. Ja, das weiß ich doch. Na dann. Jojo steht auf. Hält dir die Hand hin. Sie lächelt dich auch freundlich an. Sie will ja nur das Beste für dich. Ja, blöde Schlampe. Sie. Übrigens siehst du, dass ihre Augen einfach unheimlich rot sind und hat Augenringe und Tränensäcke. Die Frau ist mindestens 10 Jahre älter, als sie, also sieht älter aus, als sie ist. Wenn das in ihrer Sinn stimmt, Frauen sind ja manchmal da ein bisschen. Ja, das ist so ein Amphetamin-Junkie. Nein, Methylphenidat. Das ist das Gleiche. Hehehehe. Nicht 100%. Schön. Sie verabschiedet sich und dann geht sie. Ja, Jojo auch und geht. Blöde, haben wir das auch erledigt? Das war unser bester Weg. Tja, Jojo ist nicht motiviert genug. Muss jetzt einen Motivationstrainer haben. Nee, das bringt nichts. Ja, du könntest jetzt schon ein paar coole Sachen ihr zeigen, aber... Nee. Man muss ihr ein bisschen Nuyen zustecken, nein. Machen wir erstmal bei dir weiter, ich bin kurz AFK. Ich muss den Spielleiter schlagen. Und ein bisschen weinen. Dann viel Spaß dabei. Mit mir weitermachen, das ist gut. Ich weiß selber gar nicht, wo ich bin. Naja, das kommt ein bisschen drauf an, ob du an dem Freitag was machen willst. Jetzt oder nicht. Wenn nicht, wir können auch direkt das Date kurz angehen. Yay. Wenn dir halt vorher nicht noch was Brillantes einfällt. Was Brillantes? Ich bin Zoologe, / Biologe, richtig? In der Uni. Botanik, Zoologie steht hier. Warum habe ich das nochmal genommen? Weil ich das kann, ne? Ja, ich glaube, das war der Grund. Richtig, damit ich was in der Uni habe, was ich kann, womit ich auch sagen kann, hier, ein bisschen Ahnung habe ich. Wobei du natürlich bedenken musst, du hast jetzt zum Beispiel Botanik, Zoologie auf 4. Ist natürlich nicht das Gleiche, weil von einem Studenten erwartet man ja irgendwelche Fachbegriffe und so ein Gedöns, also je nachdem. Mit einem echten Studenten musst du dich nicht gleich betteln. Weil du weißt vielleicht Sachen besser als er aus der Praxis, aber das nützt dir halt nichts, wenn du dich verbal mit ihm bettelst. Das ist wohl das Problem. Diese scheiß Fachidioten haben keine Ahnung von der Praxis, aber können sie diese blöden Namen um die Ohren schmeißen, die keine Sau weiß und keine Sau interessiert. Ja, ich meine, es ist unwahrscheinlich, dass du jetzt auf einen Botanik-Zoologie-Studenten triffst und so, aber... Ja. Ja. Dann könnte ich theoretisch da mal mich mit den Jungs treffen. Die hatten ja so... Nee, das war unwahrscheinlich, dass man da reinkommt. Oder wie war das? Du hast das letzte Mal angesprochen. Ja, genau. Ich weiß natürlich noch, was ich dazu gesagt hatte. Du sagtest, das geht total easy. Nicht? Ich habe mich dazu bestimmt gar nicht geäußert. Also... Unmöglich. Wir wüssten was, ein bisschen was über Michael Stoll, der Chefe ist. Quasi Chef, ne? Aber ja, ihr habt, also weiß ich nicht, du kannst ihn über soziale Netzwerke und so einen Scheiß durchaus anschreiben. Keine Ahnung, ist jetzt nicht weniger oder mehr schwer als jeden anderen. Ja, das war nicht ganz richtig, aber du weißt, was ich meine. Du weißt, worauf ich hinaus will. Jo, ich könnte dem so, ey, Alter, hab gehört quasi, du machst hier Filmprojekt. Finde ich voll Töfte. Also wenn du Töfte schreibst, ist es natürlich einfacher, mit ihm in Kontakt zu kommen. Ich weiß. Das ist hier Social Skills und so. Naja, oder Social Kills, wie auch immer.
Was ist das denn für ein Typ so ungefähr, wenn man so auf seine Facebook-Profilseite guckt? Also, um mich zu wiederholen, der hat sich inzwischen vor 8 Tagen von Svetlana Prushnov getrennt. Ja? Er hat 4 Katzen. Nee, die hatte vier. Nee, er hat 4 Katzen, aber sie war bei der Peta. Er macht Mediendesign und arbeitet noch als Hiwi und in einer Frittenbude am Campus. Wohnt da im Wohnheim. Nein, er ist bei der Peta, so rum. Seine Ex-Freundin war bei Mom. Ha! So rum, alles klar. Und ja, der hat sein Ding über das Horizon Project finanziert. Womit ist quasi die abgehauen? Ist sie mit dem Ork abgehauen? Sie hat sich einfach so getrennt, ohne fremd zu gehen. Ich weiß, das haut dich vom Hocker, aber die hat einfach gesagt, nee. Also so genau steht's da nicht, aber... Ja, aber wahrscheinlich ist das eine komische, hässliche Schlamme und hat sich in den verliebt, den sie da beschützt hat quasi. Entweder ein Troll oder ein Ork oder sowas und dann... Ne? Vielleicht hatte sie auch einfach keinen Bock mehr auf den Typen. Also ja, ich weiß nicht, wo du jetzt diese Annahme hernimmst, aber es kann ja, aber vielleicht hat die auch Schluss gemacht. Nein, nein, nein. Nicht. Also, ich versuche mal ein paar Informationen über die Alde rauszufinden. In seiner Welt gibt es das nicht. In seiner Yo, Welt das Ding ist, betrügt immer alle Schlampen. Haut eine Frau immer mit einem Kerl ab. Mit alle Ork. Schlampen außer Mutti. Da hat er ja nicht Unrecht, aber trotzdem. Pass mal auf, das hat mir schon mit der Datensuche, da habt ihr das rausbekommen über den Typen, was ich gerade sagte, und seine Freundin hattet ihr damit mit abgedeckt, da war nämlich nicht so. Eure Würfe waren katastrophal. Unterirdisch. Waren okay, um das zu erfahren, was ihr jetzt erfahren habt. Okay, verdammt. Aber um dich direkt mal davon abzubringen, sie hat vor, Ende des Jahres nach St. Petersburg zu gehen, um dort sich Mom anzuschließen, und sie haben schon vorher gesagt, bevor wir hier jetzt noch unser Leben verschwenden, weil die dann eh weg ist, machen wir Schluss. Ich gönne dir das jetzt einfach, damit du nicht auf falsche Gedanken kommst. Sehr gut. War so also eher so eine offene Beziehung. Nee, die waren schon lange zusammen, aber die haben sich dann gedacht, du gehst jetzt, wir waren halt Studenten, was willst du machen? Neuer Lebensabschnitt beginnt, eine Fernbeziehung wird nicht, schade meiner, aber geht wohl nicht anders. Wenn das für dich im Vordergrund steht, die scheiß ganzen ab hier Fakten, Metamenschen irgendwie geil zu finden, dann verpisse dich. So halt in der Richtung. Ah, er ist also human. Ja, ja. Nein, das war jetzt nicht eine Lautmalerei. Ich weiß. Mich zu ärgern. Nein, ich bring dich ich um. Versuch dir, ich, ja, ist okay. Du versuchst den so hinzubiegen durch so eine Taktik, alles klar. Er ist also bei Humanes und seine Freundin war bei Mom. Ich glaube, deswegen hat es auch nicht funktioniert. 3 Jahre war okay, aber plötzlich haben wir sie gemerkt, Junge, Junge, Junge. Das Romeo und Julia Projekt. Das ergibt ja nicht mal Sinn. Doch. Wollt ihr die wieder zusammenbringen? Nein. Nein. Aber steht. Das ausnutzen. Achso, okay. Hat bei Romeo also und Julia jemand quasi... das ausgenutzt? Ach, bestimmt. Ja, hätte man damit irgendwie so mit der... Die mit Geschichte der, ist mit nur nicht zu Ende geschrieben können. Worden. Weißt du, die haben einfach beim Tod aufgehört, aber von denjenigen, die noch profitiert haben von der ganzen Sache. Und guck mal, Plan, die Milz ist noch einwandfrei, Junge. Hat die sich nicht vergiftet? Die ist bestimmt nicht mehr einwandfrei. Richtig. Aber seine... Er hat das Blut von ihren Lippen... Nein, nee, warte mal, sie hat sich nicht vergiftet, sie hat sich erdolcht. Stimmt, und er nein, hat nein. sich vergiftet. Er hat doch, er hat sie hat sich erdolcht. Nee, er hat nur so getan, als ob es stimmt. Nee, Moment. Nein, sie also. Hat doch das Zeug genommen, damit alle denken, sie ist tot, damit sie damit ihm durchbrennen kann. Er kam, hat gesagt, Alter, ach ja, das genau. ist sowas von uncool, Junge. Da hat er sich vergiftet und sie sagte, oh Romeo, bitte lass noch etwas Gift an deinen Schlabberlippen sein. Oh Gott. Tote küssen mag ich am liebsten. Oh scheiße, ich sterbe nicht. Gib mir deinen Dolch, Junge, du bist mein bester Freund, du geiler Dolch. Ab rein jetzt in die... In den Körper. Nicht in die Dolchscheide. So war das. Und hier, Malachi, hast du deinen Bildungsauftrag. Bam! Bitches. So. Nach der ganzen Bildung weiß ich nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Also. Hinten ja. ist da, wo der Penis reinkommt. Ha. Huh. Bilder in meinem Kopf. sehr schön. Schön, schön. Ich wollte eigentlich, worauf war es anderes hinaus? Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich irgendeinen Link brauche, um mit dem ins Gespräch zu kommen. Was macht der Typ denn sonst so? Also das haben wir alles nicht rausgefunden. Verdammt. Naja, einfach nur
Dass er Pitchen-Shaming macht auf jeden Fall, das ist auch öffentlich, aber. Ja, ich würde ihn aber direkt halt auf den Shit ansprechen. Du kannst dich ja bewerben, den Pitchen-Shaming zu spielen. Gibt's da schon? Sind da Rollen offen? Steht so genau nicht da. Da steht halt, oh Leute, voll die krasse Idee, Alter. Habt ihr das in Nachrichten gesehen? Der Übershit, das mache ich. Hab mich schon beworben, ein paar Tage später. Alter, ich hab das tatsächlich bewilligt gekriegt. Ich weiß überhaupt nicht, was da los ist. Die verschwenden ja Geld an mich, aber ich find's geil. Der Pitchen-Shaming wird gedreht, Leute. Und dann erstmal nichts mehr. Außer heute war ich erstmal in so einem kleinen Studio, es geht richtig ab dort. So. Ja, dann schreibe ich den halt an. Ich werde es ein bisschen anders schreiben, als ich es gerade sage, weil schriftlich ist das ja immer wieder ein bisschen cooler. Aber es wird so ungefähr lauten von wegen so, ey, yo, ne, coole Idee mit dem Pigeon Shaman. Brauchst du noch Hilfe? Kann er mitmachen? Einfach so stumpf. Sowas in der Art. Alles klar. Ich gebe dir Bescheid, wenn du eine Antwort kriegst. Yay. Natürlich über die Fake-Account von meinem Ja, na klar. Ja. Gut. Habt euch mit der Fake-Sinn erstmal auch im Uni-Facebook da registriert, weil sonst hätte er ja überhaupt keine Studenten. Perfekt. Erstmal schön Bilder von vor 5 Jahren gefaked. Schön. Läuft. Das Säufnis. So, wenn die Nachricht raus ist, übrigens ist Jojo auch gerade raus. Von der alten. Und ich muss mal ganz kurz hier das Licht anmachen. Jojo macht sich auf den Weg und ruft dann Kaban an, wenn sie aus der Gefahrenzone ist. Jo. Hey. Und, hast du den Job? Nee. Was ist da los? Ich bin nicht motiviert genug. Was? Ach. Kleine Ritalin-Schlampe. Wieso wärst du nicht motiviert genug? Brauchst du Motivationstraining? Soll ich dir ins Gesicht schlagen? Los! Nee, ich glaube, das hat damit nichts zu tun, aber offensichtlich, ich habe keine Erfahrung, die suchen nicht wirklich jemanden und oh, ich müsste ja voll einsteigen, so zu 100% nicht, dass ich mich übernehme und vielleicht sollte ich erstmal gucken, was ich so wirklich machen will und bla. Genau. Oh Gott. Ja, so ungefähr. Das weiß ich. Ja. Hat nicht geklappt. Müssen wir was anderes machen. Ja, ich habe den Yogi mal angeschrieben. Weil mir dachte, okay. Ich schreibe den mal an und sag hier, geiles Projekt, ich will da mehr mitmachen. Mal gucken, was da kommt. Theoretisch könnte ich das sogar auch noch machen. Das ist nicht ungewöhnlich. Wenn die mich nicht nimmt, weil ich hier nicht motiviert genug bin, mache ich halt was anderes. Richtig, und dann arbeitest du in ihrem Studio zufälligerweise auch wieder. Pff, ja, wie egal. Motiviert du bist. Ja? Behandle mich jetzt besser, ich bin jetzt Kundin, Bitch. Also ich will mal sagen, bei dem Verhalten, was Jojo hier hat, kann man nicht mehr sagen, sie ist keine Frau. Sie ist eindeutig gut zickig. Nee, aha. Eigentlich ist sie überhaupt nicht zickig. Sie hat dann nicht Erd der gemeint. Woche. Sie. Schön. Ja. Nö, auf jeden Fall wäre das vielleicht noch eine Möglichkeit. Also ich glaube, das geht bestimmt. Also ich weiß noch nicht, ich finde auch nicht, dass das jetzt komisch... Sieht das komisch aus? Nee, eigentlich nicht, oder? Naja, du hast dich ja nicht nur bei ihr beworben, sondern ne, willst ja auch ein bisschen Praxis machen, das wolltest du ja. Also von daher, ja. Wenn du so ein Projekt mitmachen kannst und wenn das zufällig bei ihr ist, was soll die denn sagen? Dann sieht die ja vielleicht auch zufällig, dass du halt ein unwahrscheinlich cooler Typ bist. Ja, ach, ist mir eigentlich auch egal. Ich glaube nur, ich wollte nur wissen, ob das komisch aussieht. Aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, das kann man machen. Ich glaube, hier fängt es gerade an zu gewittern. Hä? Aber, in Donskoy. Echt? Oh nein. Nee, OT bei mir eigentlich um die Ecke, aber... Ja, ja. Ich musste das jetzt ausnutzen. Ja, ja. Also, für die Fall, dass ich gleich weg bin, wir hatten die letzten schon... Ich hab keine Regenjacke mit! Wir hatten die letzten schon Ausfall hier, das Matrix-Ausfall. Da, U-Bahn. Ja, yep, es gewittert. Jo, du hastet in die Bahn. Ja, soll ich dich abholen? Ja. Wenn du keine Jacke mit hast? Dann hole ich sie an der Bahn ab. Juhu, ich werde abgeholt. Von der Bahnhaltestelle.
Mit das sogar so mit Regenschirm. Mit das Regenschirm. Das ist so romantisch. Ja, man will ja nicht, dass du krank wirst. Nicht wahr? Besonders nicht, wenn du das in der Tonlage sagst. Gut, worauf wollte ich hinaus? Ich muss mich jetzt erstmal umziehen. Sieht doch schick aus in deiner Ausgehklamotte. Meine Ausgehklamotte? Wieso? Das ist doch gar nichts Dingsiges. Ja. Die hatte nicht mal eine Bluse oder so an? Nö. Kein Wunder, so die wundert das sich, Spiel. Oder? Warum? Die waren doch alle so locker. Ja, aber du weißt doch, wie so lockere Leute sind. Dann das doch nicht so locker. Du meinst, sie musste dann, also hätte sie da eine Bluse anziehen müssen? Hat man das auf den Bildern gesehen? Man geht zu einem Vorstellungsgespräch etwas höher, als man sonst geht in der Firma. Das ist richtig, aber man muss nicht. Man hat es nicht zwingend auf den Bildern gesehen. Man muss auch nicht immer eine Bluse anziehen. Es reicht, wenn man ein ordentliches T-Shirt und ein ordentliches Jäckchen darüber hattest trägt. Hattest du ein ordentliches Jäckchen? Ja. Echt? Ja. Dann nehme ich alles zurück. Dann ist ja okay. Wenn du nicht gerade mit deinem Pink Floyd T-Shirt angekommen bist, ist ja alles klar. Nee. Ja, dann okay, ich sag ja nachher noch. Sie hatte schon sehr Jojo-untypische Kleidung an. Ja, dann kriegst du es von mir auch zu hören. Genau so. Von wegen sieht es ja richtig schick aus. Ja, natürlich. Und dann hat die Schlampe dich nicht genommen. Das ist... Tja, die wollte kein Backroom-Casting. Ich kann nackte Männer in anderen Wohnungen sehen. Entschuldigung. Was? Wo kommt dieses Zitat denn her? Das ist garantiert ein OT-Kommentar. Das ist ein OT-Kommentar. Schreie okay. Mal aus dem Fenster. Junge, geile Style. Das ist zu weit weg, ich kann nur sehen, komm mal rüber irgendwie... mit deinem Ruder. Wir können mal kurz ins See stechen. Ich weiß nicht, ob er komplett nackt ist oder noch eine Boxershorts anhat. Oh, Alter. Falscher Alarm oder was? Boring. Nerv uns nicht, wenn der noch eine Hose anhaben könnte, ja. Ihm, ernsthaft, was ist los mit dir? Wir haben hier schon alles ausgepackt. Oh nein. Es ist ja auch etwas warm. Wieso habt ihr alles ausgepackt, nur weil ich das sage? Weil wir sage? Spielen. Ach so. Und weil der Typ, ist doch völlig, lass uns das doch ausleben, wie wir wollen. Natürlich, ihr könnt von mir aus auch gerne propellern, wenn ihr das Bedürfnis danach habt, um den Penis zu kühlen. Ja, komm, das war jetzt echt ein beschissener Fake. Stimmt. Das kannst du besser. Wenn, dann richtig. Zip. Ja, Hose auf. Nee, das hört man nur nicht. Bei ihm. Zu klein. Ah. Also, um mal kurz zurück aufs Ingame zu kommen, ja? Achso. Dr. Baryshnikov, ich weiß, du bist lange zusammen, hast vielleicht geheiratet mit Frau und sie lässt sich gehen, ist nicht schön. Ist sie etwas moppelig geworden oder einfach die Falten hängen die Brüstchen, pfui. Dr. Baryshnikov hat genau das Richtige für dich. Spezielles Programm. Du legst einfach ein. Und überblendet die alle mit wirklich gutem Frauenzimmer. Das Beste, was du dir kannst vorstellen, kannst du auswählen. Hast du Abwechslung? Passt sich perfekt der Körperform an. Ist sie etwas moppeliger? Wird retuschiert? Sieht aus wie Kissen oder Stuhl oder Fahrstuhl oder Gartenteich? Wo auch immer du gerade bist. Dr. Baryshnikovs Programme für jedermann. AR-Filter, wie geil ist das denn? Yep. Sau coole Idee. Bin ich da nicht drauf gekommen. So kannst du Freya auch direkt größere Brüste verpassen. Das sind ja nicht mal anderthalb Greif. Hallo? Anderthalb das Greif ist die wichtige Größe. Ja, aber ich rede sehr gerne über Brüste, aber wir brauchen jetzt nicht weiter Brüste erwähnen. Das ist okay. Brüste. Ah, ich mag Brüste. Brüste. Ich dachte, ich habe euch irgendwie wieder zusammengeführt, aber irgendwie nicht so. Brüste! Ich mag Brüste, du magst Brüste, jeder mag Brüste. Ich mag Brüste nicht. Ja, also. Ja, wir treffen uns an der Bahn. Im Regen. Ja, ich hol sie mit ab. Regenschirm. Ich hol sie ab mit Regenschirm und geleite sie in das genau. Auto. Weil ich so
so schick aussehe. Genau, nicht, dass ihr Make-up verläuft. Es ist wasserfest. Das sagen die immer und dann läuft es trotzdem. Nee, das ist tatsächlich wasserfest, weil es viel praktischer ist. Ich benutze eigentlich immer wasserfestes Make-up. Das kriegst du doch nie wieder ab. Natürlich. Sogar relativ einfach. Andere Leute sagen dazu Edding. Nee. Ich benutze ja nicht viel davon. Das ist der Trick dabei. So? Ja. Na dann, wenn du das sagst. Naja. Also die Haut bepinsel ich mir nicht. Ja, ich benutze kein Make-up. Mir musst du es nicht erklären. Aber dir würde es gut tun. Sagt sie, schaut zu dir hinauf und legt den Kopf schief. Vergiss es. Das hatten wir schon einmal, das müssen, also, ne? In unserem Bekanntenkreis, das muss nicht normal sein. Hm. Ja. Okay, dann müssen wir jetzt wohl warten, bis der Typ antwortet. Und wenn du eine positive Zusage bekommst, was ich hoffe, dann... Jo. Verdammt, jetzt können wir auch nicht mehr die Filmdrehnummer durchziehen. Scheiße. Naja, mal gucken. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, wir finden eine Lösung. Ja. Bestimmt. Gut. So, dann? Währenddessen, was können wir denn währenddessen noch Schönes tun? Hast du die, als du drin warst in dem Laden, hast du dich führen draußen. Lassen? Ach so. Nee, ich war draußen. Schade, weil sonst, hättest du eine Führung geben lassen können, fällt mir mal so ein. Ja, nee, die hätte sich erstmal mit mir unterhalten. Die wirkten nicht so, als ob sie jetzt so viel Zeit durchdingsen würde. Ich wollte nicht am Anfang schon so viele Forderungen stellen, hätte ich mal vielleicht tun sollen, aber egal. Wärst du vielleicht engagierter gewesen, ja. Ja, dann wäre ich engagierter gewesen, ach, weißt du. Ich bin noch nicht so erfahren, was Bewerbungsgespräche haben. Kaban schüttelt ein bisschen den Kopf, so. Ich habe noch nie ein Bewerbungsgespräch geführt in meinem Leben. Ernsthaft? Nee, wann denn? Wo denn? Hm. Wieso denn? Na gut, eigentlich hast du recht. Wo habe ich denn jemals gearbeitet, wo ich ein Bewerbungsgespräch hätte führen können? Stimmt. Flummi, kannst du mal ganz kurz deinen Knopf drücken, ohne was zu sagen? Was ist denn das für ein Ton? Sind das Vögel? Nee, das sind Grillen. Grillen. Okay, gut, das hatte mich nur irritiert. Also, du hast noch nirgendwo gearbeitet, wo du ein Bewerbungsgespräch hattest haben können. Richtig. Das erste Bewerbungsgespräch geht immer schief. Mach dir keine Sorgen. Ich mach mir keine Sorgen. Und ich meine, sie hat recht. Ich bin jetzt nicht so 100% motiviert, wie sie es vermutlich gewollt hätte. Weil ich auch einfach keine Erfahrung habe. Weil ich ihr jetzt nicht vorgaukeln wollte, Erfahrungen zu haben, die ich nicht habe. Weil sie mich dann auf die Probe gestellt hätte und ich hätte einfach dann mal voll versagt. Na gut, dann müssen wir halt jetzt einen anderen Weg gehen. Wie kommen wir denn da rein? Zur Not müssen wir wirklich unseren Freundchen ansprechen, dass er die Alarmanlage ausschaltet, wenn es geht. Dass wir da nachts mal reingehen durchs Fenster. Ich weiß nicht, ob der das hinkriegt. Er hat ja gesagt, er hätte ein paar Leute dabei, die ihm eventuell helfen würden. Hm. Ja, muss man dann gucken, ne? Dass er abends die Alarmanlage ausschaltet, wie durchs Fenster rein. Das Ding zap, zap, rein ist, und wieder das raus. Ding ist, dass ich noch nicht weiß, wo die Kameras oder irgendwie sowas in der Art sind. Die haben irgendwas Komisches auf dem Dach. Ich weiß aber nicht, wofür das ist. Achso, du warst jetzt auch näher dran. Es gibt keine Kameras. Echt nicht? Ja, wenn ich es dir doch sage. Du saßt doch direkt an der Wand. Dann ist aber irgendwas anderes muss es geben. Was ja, waren es gibt das keine Kamera. Was waren das für ein Ding da oben auf dem Dach? Das hatte ich dir letztes Mal irgendwie geschrieben. Irgendwas mit Matrix, aber irgendwas mit Sicherheit und du hast keine Ahnung. Okay. So gut kennst du dich nicht aus. Ich suche Matrix explizit nach diesem Ding im Netz. Jo, mach mal Datensuche. Wie hoch hast du elektronische Kriegsführung?
Du meinst die, die ich irgendwie mir schon mehrfach kaufen wollte und die du mir jedes Mal verboten hast? Ich hab dir jedes Mal gesagt, wie sinnlos das ist, weil du dich auch immer aufregst, dass du so wenig Karma hast und dass wir das nie brauchten, weil wir hatten halt A, Billy und B, ist es halt nur, um einen Störsender einzustellen. Das ist halt eigentlich echt Quatsch. Okay, du hast es auf 0, alles klar. Dann mach da mal eine einfache Datensucheprobe. Ich werde jetzt elektronische Kriegsführung lernen. Das ist komplett sinnlos. Es bringt dir nichts außer... Nichts? Außer diesem Wurf, den du jetzt genau brauchst. Ja, dieses eine Mal. Ansonsten kannst du gleich Hacken mitlernen. Pass auf, es werden bestimmt noch öfter kommen. Edge das. Ja, aber du brauchst... du brauchtest öfter bisher Freifall als dieses Ding. Und ihr habt beide keine Edge. Der kann das lernen. Kamal kann das lernen. Der kann elektronische Kriegsführung lernen. Ich brauche das sowieso nachher für meine Drohnen. Wenn du was mit Drohnen machen willst, gibt das mehr Sinn, ja. Dann solltest du das lernen. Demnächst, sobald ich wieder Karma habe. Ich sollte vielleicht erstmal Flugzeuge lernen und sowas. Ja. Ein Erfolg! Und ich habe einen Erfolg! Bam! Jo, du hast gekrittet. Sag mal. Ja, stimmt. Das ist eine Google-Bildersuche quasi nach dem Gerät. Genau. Dinge, die ähnlich aussehen. Okay. Wer könnte sich da noch auskennen? Vicky! Ja. Also es ist was mit Knoten und Signalen. Okay. Ich werde Vicky anrufen. Und später vielleicht noch das Sandmännchen. Nein, Rumpelstilzchen, das Sandmännchen war das Böse. Ich hasse dich. Der gönnt uns einfach gar nichts. Der will einfach alles auswürfeln, weil er ganz genau weiß, dass er scheiße würfelt. Damit wir auch ja echt schief gehen. Aber immerhin kann man jetzt sagen, wir haben es versucht. Na, geht doch. Alles klar. Ich hätte vielleicht einen Namen dazu schreiben sollen. Ist egal. Juti, also du rufst die Aale an. Ich rufe die Aale an. Die braucht sowieso ein bisschen Gesellschaft. Die ist wahrscheinlich genauso dingsig wie wir. Es ist schön. Nein. Riechst du jetzt von der Frittenfett? Nein, also, es ist so, dass sie auch tatsächlich rangeht. Hey, Vicky. Hi. Hi. Sag mal, hast du ein bisschen Zeit? Wenn du schon überlegst, klingt das nach ja, aber du hast eigentlich keinen Bock. Wann denn? Wann geht's denn? Wie lange denn? Kommt drauf an, wie lange du möchtest. Okay. Ja. Klingt sie betrunken? Nö. Also sie lallt nicht. Okay. Klingt sie, als wäre sie auf Drogen? Keine Ahnung, klingt sie, als wäre sie auf Drogen? Ich weiß nicht, wie gut du das nachmachen kannst. Ein bisschen. Hey! Ein bisschen schon. Was soll denn das heißen? Ist ja schön. Kannst du ja wieder fragen, ob sie Drogen genommen hat? Nein. Wieso nicht? Hast du jetzt Drogen genommen? Weil ich sie jetzt nicht ärgern will. Ach so. So. Wir können uns irgendwo treffen und einen Kaffee trinken, oder? Lass es machen. Okay. Können wir jetzt machen. Cool. Dann. Der kleine Prinz. Okay, eine halbe Stunde. Halbe Stunde. Alles klar. Ja. Bis gleich. Piep. Gut, halbe Stunde, Vicky, Kaffee. Sehr gut. Ich muss sowieso gerade Spaß stellen. Der kleine Prinz, Moment, das war auch in dem B-Gebiet, ne? Nee. Okay. Das war bloß das Ding, wo damals Billy mit Vicky gechillt hat, als du mal irgendwie nicht da warst. Ah, gut. Gut, dass die das nicht weiß. Doch, ihr wart ja nämlich dann auch schon zu dritt irgendwann. Ach so. Aber weißt du, du warst halt in vielen Cafés und das so stimmt. Mit ihr. Das ist richtig. Also, es ist für Jojo nicht so prägnant. Okay, dann. Beauty, auf geht's. Umziehen habe ich jetzt keine Zeit mehr, sonst schaffen wir es nicht. Jo, wollen Sie hinten einsteigen, Milady? Selbstverständlich, vielen Dank, der Herr. Sehr gut, ich mache hier hinten die... Eigentlich hätte ich dich jetzt als Chauffeur behandeln müssen, dich nicht mit dem Arsch angucken dürfen und
die allenfalls einen abfälligen Blick zuwerfen müssen. Ja, ich mach dir hinten die Tür auf. Hinten in deiner Karosserie riecht es etwas muffig. Vielleicht solltest du das beim Fahrservice anmerken. Pfui. Gut, ja, dann schließe ich die Tür und setze mich auf den Fahrersitz und fahre los in die Richtung, die wir wollen. Wann ist denn der Wagen das letzte Mal gereinigt worden? Keine Ahnung, wann hast du das letzte Mal sauber gemacht? Okay, das war gut. Genau. Oder finden wir noch irgendwelche Überreste von letzte Nacht? Was? Nein. Das kann ja sein. Wenn du sagst, Muffi, dass halt noch irgendwo vorletzter liegt oder so. Vorletzter Nacht. Mittwoch auf Donnerstag. Ja, pff. Was weiß ich, wo ich, die komischen, ja, wo ich die ganzen komischen Leute liegen lasse. Naja. Einfach mal jemanden zusammengeprügelt und mitgenommen. Nee, tatsächlich nicht. Okay, sehr gut. So. Düdüdüdü haben wir gesagt. Was gibt's denn? Regnet es immer noch draußen? Wie Sau, Junge. Dann steige ich natürlich aus und öffne hier hinten die Tür, ist ja klar. Und nur empfange sie wieder mit einem Regenschirm. Du bist so nett. Dein dämlicher Chauffeur. Jetzt strahlt sie dich an. Hält den Schirm senkrecht, obwohl der Regen von leicht rechts kommt. Hallo, ich bin sehr geschickt. Ich habe gesagt, dein dämlicher Chauffeur. Ich will da jetzt noch... Du verstehst das Mist, Daddy. Du machst alles kaputt. Du verstehst das Mist, Daddy. Eine richtige Diva hat was auszusetzen, auch wenn es nichts auszusetzen gibt. Ich muss dir doch helfen. Sie hat sich schon wieder einfach so gefreut. Ja. Das ist einer echten Pavlov einfach nicht würdig. Das ist mir egal. Du machst immer alles kaputt und laberst einfach dazwischen. Genau, wir machen hier so richtig ein Rollenspiel. Das sagst du! Wir machen jetzt quasi mindestens 3/3 Rollenspiele und du laberst einfach nur dazwischen. Mit ja, einem die Drittel. Zeit. So, und wer aufgepasst hat, wir haben jetzt 4/3. Jetzt komme ich denn wieder wie so eine Asthma-Kuh. Alles klar. Sehr schön. Also, ich geleite die gute Dame quasi in dieses Etablissement. Ohne dass sie nass wird, wenn es geht. Sie. Sehr gut. Boah, das ist so ein Service hier. Ja, dann checke ich natürlich vorher das den Raum. Du findest die Rolle gerade gut, oder? 24 bewaffnete Typen sitzen da und gucken komisch zu dir rüber. Ausgezeichnet, dann sind wir ja sicher. Das sind alles meine Bros. Weiß, was passiert. Nee, sollte er nur einen an der Waffe ziehen, haben wir 23 auf mal unserer Seite. Das läuft doch. Gut, ja, dann ab zu Vicky. Wir gucken uns um, ob Vicky schon da ist. Wenn nicht, setzen wir uns an einen Tisch. Sie ist da. Wie sieht sie aus? Sie sieht jetzt nicht wirklich zerstört aus. Okay. Hey. Hey. Mahlzeit. So. Willst du einen Kaffee haben oder was zu essen haben? Nee. Wieso nicht? Es gibt keinen vernünftigen Grund, jetzt keinen Kaffee zu trinken und nicht ein Stück Kuchen zu essen. Bin auf Diät. Du siehst aber nicht so aus, als würdest du eine Diät brauchen. Es gibt cholesterinfreien Kaffee. Wieso kann Kaffee ich das nicht einschätzen? Ich trage ein Korsett. Man sieht es aber trotzdem im Gesicht und an der Rolle, die unter und über dem Korsett herausquillt. Danke. Ich habe plötzlich gar keinen Hunger mehr. Deswegen habe ich doch gesagt, dass du keine Diät brauchst. An einer Rolle, die unten rausquillt. Na, die hast du ja nicht. Dann bräuchtest du eine Diät, aber die hast du ja nicht. Glaube ich zumindest. Zumindest sehe ich keine. Sie kneift sich etwas in ihr Gesicht. Na, das ist einfach dein Gesicht. Da kannst du auch mit der besten Diät nichts machen. Sag mal... Das musst du irgendwie nochmal üben. Deine beste Freundin-Skills irgendwie in der Hinsicht. Weiß nicht. Das ist nicht so. Wieso, was soll ich denn sagen? Das klingt irgendwie alles nicht so. Außerdem das ist nett gemeint, aber... Du nimmst mir das jetzt, glaube ich, auch nicht übel, wenn ich sage, du bist nicht meine beste Freundin, oder? Nee, aber wenn du das schon... Also, ne? So. Ich bin einfach nur ehrlich. Das ist doch schon mal Ehrlichkeit überhaupt nicht hat richtig. Noch nie geklappt. Ja. Also, das ist ja selbst ich und ich bin Kerl. Und wenn du nett sein willst, dann das klingt halt trotzdem so, das ist halt einfach dein Gesicht, da kannst du nichts machen.
Na, aber das ist doch jetzt nicht schlecht gemeint. Ja, aber das klingt doch so. Wieso? Du verstehst das, oder, Kaban? Ja. Gut. Lass es dir später von Kaban erklären. Das macht man nicht. Oh, das ging schnell. Tolle Erklärung. Ja. Es klingt halt doof. Also, es sind genug Leute in jedweder Umgebung, speisen einen mit irgendwelchen Notlügen ab, weißt du? Dann erwarte ich doch wenigstens von meinen Freunden, dass sie ehrlich zu mir sind. Aber nicht die ganze Zeit. Du kannst mir nicht erzählen, dass du willst, dass deine Freunde die ganze Zeit ehrlich zu dir sind. Sie sind es meistens. Das glaube ich nicht. Aber du kannst nicht wollen, dass sie das die ganze Zeit sind. Ansonsten belügst du dich selbst. Stell dir mal vor, die wären die ganze Zeit ehrlich. Na, wo sollen sie mich denn dann anlügen? Daran, dass ich zwischendurch den Leuten ziemlich auf den Keks gehen kann, das weiß ich selbst. Nein, doch nicht immer nur in irgendwelchen Beurteilungen über dich, sondern allgemein. Man will schon auch angelogen werden oder so. Ja, das nicht mal, aber... Naja, aber zumindest in solchen Dingen oder generell so bei solchen Sachen. Ich habe es als Kompliment verstanden. Gut. Das war alles, was ich wollte. Dann bestellt euch mal was. Jojo bestellt sich einen Kaffee und ein Stück Kuchen. Ich ja, auch. Nur eins. Aber dann schon wenigstens ein Stück Torte. Ich nehme eine Sachertorte. Aha. Ja. Er weiß es. Der braucht es. Kann er auch. Richter. Kriegst du ein Stück Kuchen. Ja, du kriegst auch Schokotorte. Gut. Gerade schön aus dem Säubereiter raus. Warte mal, mit wem sprichst du jetzt? Mit Vicky. Achso, na nix. Ich verstehe dich nicht. Du hast angerufen und ich habe gerade gemittagt. Achso. Ja. Du lügst mich an. Nein. Das entspricht der Wahrheit. Du lügst noch immer. Ja. Aber das ist nicht schlimm. Es ist deine Entscheidung. Mach doch, was du genau willst. Wenn du der Meinung bist, eine Diät zu brauchen, wobei ich immer finde, dass zu magere Frau komisch aussehen. Genau. Sie zeigt dir ein Bild von diesem Ding. Weißt du, was das ist? Ich muss gerade noch mal kurz... Du findest immer, dass so magere Frauen komisch aussehen, ne? Ja. Okay. Sie hält mit ihrem Comlink auf dich und zeigt dir das Bild, das da gerade von dir aufgenommen wird. Ich kann nichts dafür. Achso. Okay. So, das, was willst du mir jetzt zeigen? Das. Mhm. Mhm. Wie erkläre ich denn das? Gott, ich habe outgehend den Namen vergessen. Simpel. Okay. In einem ganz genau abgesteckten Bereich nimmt das alle Signale von allen möglichen Knoten auf. Und alle Knoten, die halt da regulär da sind, die sind halt in einem Verzeichnis. Und wenn da einer reinkommt, egal ob du deinen Pannen auch versteckt hast oder nicht, so nach 15, 20 Minuten wird es dich vermutlich dann entdecken. Das heißt, wie groß ist der Bereich? Kann ja nicht so groß sein, ansonsten könnte man da ja nicht vorbeifahren. Ja, du kannst... Also die Antenne hier sieht gar nicht so klein aus, aber du kannst den immer noch kleiner machen. Du kannst ihn ziemlich genau zuschneiden, wo halt dann die Software in welchem Bereich noch verwertet, weißt du? Hm. Okay. Und weißt du, was für Knoten der erfasst? Also erfasst denn... Einfach alles. Alles, was Wi-Fi hat. Okay, auch RFIDs? Das heißt, ja. Krass. Bei denen dauert es halt länger. Das heißt, man muss im Grunde genommen alles ausschalten. Ja. Es hilft ein bisschen, wenn du es ab und zu oder 5 Minuten neu startest, aber halt nicht unendlich lang. Okay, sprich, wenn ich alles ausschalte, könnte ich relativ safe da durchgehen, weil ich ja keinen Knoten habe. Ja, du kannst auch, also ich meine, du kannst auch einfach den Matrix-Anteil ausschalten, ne? Also wenn du deinen Comlink laufen lässt, das erkennt es nicht, aber wenn du halt mit dem Comlink dann Matrix-Zugang hast, dann schon. Okay, wie wäre das mit einem Microtransceiver? Weil der hat ja eigentlich dauert kein... länger. Aber es ja, aber das erfasst auch theoretisch, na, Ultraschall nicht, aber alles, was mit Radartechnik sowieso zu tun hat. Und auch noch so ein bisschen anderen Geschissel. Also ich würde mich nicht drauf verlassen, es kann einfach länger dauern, aber es kann sein, dass es das kriegt. Na gut. Okay, klingt da schon mal nach was. Cool, du hast mir schon weitergeholfen.
Wenn du ja, doch, du kannst, wenn du einen zielgerichteten Störsender hast und das auf das Ding ballerst, die Strahlung, dann fällt das vermutlich nicht auf, wenn du vorher ein bisschen einstellst. Und dann schwächt es ein bisschen die Leistung ab, dann dauert es halt länger, bis es was findet. Aber den in die Reichweite zu kriegen, ist halt nicht leicht, weil der hat dann nicht so eine große Reichweite. Okay. Und du darfst ihn dann natürlich nicht über die Matrix laufen lassen. Klar. Weil, doof. Okay. Das müsste aber auch immer wieder neu tracken. Also sagen wir mal, ich renne jetzt, weiß ich nicht, 10 Minuten mit einem Knoten da rum. Das Ding braucht eine Weile, um den zu finden. Ich schalte den ab, renne dann 5 Minuten ohne rum, schalte das dann wieder an, dann ging es wieder. Also dann hätte ich wieder ein neues Fenster, oder weißt du das? Naja, es ist nicht linear. Also okay. Der scannt wahrscheinlich die ganze Zeit und ja. Ja. Der braucht wir haben wahrscheinlich Weile, 15 aber du Minuten hast... Zeit, bis er auf jeden Fall getroffen hat. Es kann auch ja sein, dass er uns sofort trifft, wenn wir reingehen. Genau. Okay. Je nachdem auch, wie dein Comlink ist und so und wie stark dein Signal ist. Das gefällt nicht. Richtig, sprich, aber für kleine Signale braucht, also für sehr, sehr niedrige Signale braucht er länger als für starke. Das hilft mir schon mal weiter. Ja, kommt auch drauf an, wie viel, wie groß der Prozessor noch ist, der da dranhängt. Und wie viel Geräte gerade an sind aus der Liste, weißt du? Von den Genehmigten quasi. Wenn da einfach alles läuft, dann dauert es natürlich noch viel länger, als wenn einfach nichts läuft. Na gut. Es triggert halt nur dann, wenn, also es trackt das halt mit, aber es wird halt nur Alarm auslösen, wenn niemand, also wenn jemand in der Liste ist, der nicht da reingehört. Oh. Geht das auch zu unbestimmten Zeiten? Also kann man das so programmieren, dass man das sagt, so ja, um die Uhrzeit darf dieses Comlink hier nicht mehr sein? Das kannst du theoretisch schon machen. Das macht aber wahrscheinlich keiner. Kommt halt drauf an, wo es ist. Also gerade wenn du einen sehr geregelten Ablauf hast, was weiß ich, alle müssen 23 Uhr aus dem Büro aus sein, dann kannst du es natürlich machen. Aber dann musst du auch einigermaßen noch die Kommunikation gewährleisten von deinem Sicherheitspersonal oder irgendwelchen Sicherheitsmaßnahmen dann mit den Leuten, die da noch drinstecken. Falls sie Überstunden machen, reagiert so ein System halt immer das doof. Okay. Können wir unsere Matrix-IDs so anpassen, dass wir aussehen, als wenn wir... Weiß schon. Ja, es hat nichts direkt mit der ID zu tun. Das hat was mit dem Sender zu tun. Heißt, du musst dir halt so ein Gerät besorgen, was erlaubt ist, damit du das machen kannst. Und das dann abstimmen. Oder halt direkt in dem Softwareanteil da was umschreiben. Bloß die Teile sind halt meistens ganz gut programmiert und ganz sicher, weil das ist halt eigentlich ein Teil, was nicht so häufig ist. Okay, cool. Oder auch nicht. Eher nicht, aber ich hab da schon eine Idee. Ich auch. cool, du hast uns auf jeden Fall weitergeholfen. Wow. Blitze. Ach so, Blitze, ist gewittert. Ja, es ist gerade 3 Straßen oder so weiter neben mir eingeschlagen. Moskau, After Dark, Entschuldigung. Also, und sonst so? Wie geht's dir? Ja. Geht, passt alles. Sag mal, Jojo. Ja. Ihr habt doch auch manchmal. Also du? So mechanische Aufträge, wo ihr gerade aber personell selber ausgelastet seid und irgendjemand muss da mal was Kleines für euch machen, ne? Selten, aber... Ja, aber es kommt vor. Kommt drauf an, wo jetzt, wann und wie und was. Na, ich sag mal so.
Wenn es was ist, was ein bisschen komplexer ist, was jetzt auch nicht dann jeder sonst machen kann. Ich habe zum Teil Kapazitäten. Ich bin jetzt nicht so furchtbar ausgelastet. Es ist gerade nicht so einfach und so. Aber ich kann das ja. Weißt du? Wovon redest du genau? Na, was weiß ich, alles, was mit Mechanik zu tun hat. Fragst du mich jetzt, wenn sie guckt in Richtung Kaban, wir unterwegs sind oder nö, generell? Nö, nicht ihr beide. Sondern so du und deine Bros und so. Okay, ja, ich guck mal. Ich sag nur, wenn's was ist, was halt nicht so leicht ist, wo sich's auch lohnt. Bin ja, gerade, wie gesagt, den ganzen halt so anderen Shit, den können die anderen auch alle, den einfachen Kram. Ja, genau, deswegen ja. Klar. Also, ich guck mal, ob ich was finde. Ja. Okay. Kein Ding. Cool. Jo, überleg mal kurz, aber im Moment ist da wahrscheinlich nicht viel, ne? Ja, sowas ist, glaube ich, immer mal kurzfristig, wenn jemand gerade ausfällt, weil ihm gerade der halbe Arm abgeschossen wurde oder so. Hm. Bist du auch kurzfristiger verfügbar? Wahrscheinlich, ne? Weil viel mit Terminplanung halt ist da nicht. Ja, ne, das weiß ich ja. Also das dachte ich mir irgendwie. Ja, meistens halt schon, weil es gerade halt nicht so aussieht, als hätte ich viel zu tun. Okay. Hm. Ist es gerade eng? Es geht. Ich war immer sparsam. OT, geht es wirklich, oder, Ja, mach doch mal Dingenskenntnis. Menschenkenntnis. Menschenkenntnis. Ja, genau, ist das Mädchenkenntnis. Charisma und Intuition, ne? Ja. Alter. Ach, schön. Du bist aber heute da, willst du es wissen, ne? Jetzt wieder 3 Erfolge. Ja. Ich überleg gerade. Was hatten die für Du bist der Verteidiger, ne? Wenn die mich verarschen will, ja. Scheiße, Gleichstand. Du hast gewonnen. Was hatten die für Social Skills, Alter? Die hatte einen Pool von 7. Also es war jetzt eher ein überdurchschnittlicher Wurf als alles andere. Du hast 8 Würfel gewürfelt. Nein, okay. Das warst du. Ich hab verdeckt. Achso, da gewürfelt. Unten drunter. Okay. Nee, ich hab verdeckt. So, was war das Letzte? Sauerkirsche. Also die war wohl wirklich immer ein sparsames Mädchen. Und es geht wohl auch noch. Aber anscheinend muss sie sich halt ein bisschen ihr Dank machen. Okay. Ich sag mal, es ist ja klar, dass sie jetzt nicht der Typ ist, der sagt, ich würde gern in einer Gang einfach mal ein bisschen bei der Mechanik helfen. Ja, Jojo würde sie ohnehin von der Gang eher getrennt halten. Weil ja, Jojo, das hatte die auch Meinung erwartet, dass du das tust. Dass, ja, sie hatte das so erwartet. Aushält. Nee, das war auch so gedacht, dachte ich mir, Mensch. Ja. Unsichtbarkeitszauber drüber und dann erst arbeiten. Einfach irgendwo, wo sie möglichst in Ruhe gelassen wird, Punkt. Ja, ihr habt ja halt auch Fahrzeuge irgendwo rumstehen, die mal, ne, gewartet werden müssen zu Überfällen und so. Und wenn man die halt irgendwo hinstellt, dann holt die das ab, repariert das und stellt sie wieder hin. So ist ja am einfachsten. Ja. Ja. Na gut. Und ich weiß nicht, eigentlich... ob wir vielleicht noch jemanden brauchen für die ganze Kiste jetzt. Vielleicht können wir die da zumindest schon. Ja, ich will auch gerade schon mal gucken. Jojo schickt Carbon mal eine Nachricht. Was meinst du, sollen wir sie mit ins Boot holen? Zumindest irgendwie, sie muss ja nicht komplett. Sie geht mit, aufs so... Klo. Okay. Ich mach's euch leicht. Dankeschön. Was meinst du, sollen wir sie mit ins Boot holen? Ich meine, die muss nicht alles mitmachen, aber sie hat sich schon mal so ganz praktisch erwiesen. Ich meine, sie. Zumindest, wenn es darum war ich geht, dabei, dass sie irgendwie... Nee, ne? Nee, du warst nicht dabei. Aber... Okay, was kann die denn? Na, zum einen ist sie echt fit, wenn es darum geht, den Überblick über eine Situation zu behalten. Also die kann unheimlich viele Sachen gleichzeitig. Das ist schon ziemlich geil. Und ansonsten reicht's ja, wenn sie dann von mir aus erstmal im Wagen sitzt oder so und als Backup irgendwo ist oder uns vielleicht sogar helfen kann bei diesem Ding. Also für die sich einfach auch bei sowas unheimlich auskennt. Also gerade mit diesem technischen Firlefanz-Drohnen-Zeugs, da ist die ziemlich gut. Also ich glaube, wenn du irgendwas mit Drohnen lernen willst, dann wäre es eigentlich auch gut, wenn du sie fragen würdest. Okay. Aber zumindest so ein bisschen, und wenn wir dann sagen, okay, sie kriegt dafür 1.000er ab oder sowas, oder je nachdem, wie viel wir, ne?
je nachdem, was sie machen muss, vielleicht auch ein bisschen mehr oder wofür sie brauchen, vielleicht auch ein bisschen mehr. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm. Also gerade wenn es darum geht, dass wir da irgendwie eh rein müssen und noch nicht so richtig wissen, wie wir da anständig reinkommen. Ja, ist richtig. Sie kennt sich mit den ganzen Techniken, also sie ist eine Technikerin, okay. Ja, ich weiß nicht, das Problem ist halt, ich habe Bedenken wegen der hohen Sicherheit da hinten. Ich auch, ne? Und, aber... wenn wir halt wirklich reingehen, guckt sich nochmal um, wenn wir da halt zu Besuch sind, ich weiß nicht, ob wir dann, ob es nicht dann einfach zu viele Leute auf der Party werden. Sie soll ja gar nicht mit rein. Nee, ich meinte auch die anderen Gäste, die eventuell kommen, wenn wir zu laut sind. Ja, also ich würde da habe ich eher Angst vor gerade, weil ich das ist halt schon... Ich würde sie dann auch eher draußen lassen, aber ich glaube, sie kann uns bei der Planung relativ gut behilflich sein. Okay. Also ich glaube, das ist es eher. Ich würde sie nicht mit reinnehmen, aber zumindest bei diesem ganzen Planungskram oder was weiß ich nicht was, ich glaube, da ist die echt eine Hilfe. Okay. Wir können es zumindest versuchen und ich glaube, so über kurz oder lang brauchen wir zwischendurch mal einen Dritten. Und ich glaube, gerade für so ein bisschen, vielleicht jetzt nicht so den Hauptact, aber so ein bisschen supporten, das kann die echt gut. Also zumindest bei dem einen Mal, wo Billy und ich wirklich mal länger mit ihr zusammengearbeitet haben. Das hat sich als sehr gut erwiesen. Da ist sie auch nicht mit rein. Wenn sie dann nachher den Paar macht, ist ja auch alles völlig in Ordnung, das reicht ja. Naja, nee, eben, genau darum ging's. Dass sie dann halt hinterher den Fahrer macht, dann auch ein bisschen flexibler reagieren kann, auch gerade dann, wenn wir nicht irgendwo raus sind und dann die Knoten nicht anmachen können oder da irgendwas geblockt wird oder irgendwas, weiß ich, weißt du? Er guckt sie nochmal um, so. Leute in der Nähe sind hier nicht, ne? Gerade. Du würde jetzt nicht reden, wenn das so wäre. Gut. Alle safe. Gut. Gut, wenn du ihr vertraust. Ja. Dann würde ich sagen, ja. Okay. Kaban bekommt eine Antwort. Mhm. Ja, das hätte ich mir vielleicht andersrum machen sollen, ne? Pass auf, du kriegst eine Antwort. Dann wir sagen. Und die lautet... Schön. Ach ja, nee, der hat schon Bock, weil mehr Hilfe ist halt immer besser. Und ja, weiß jetzt halt nicht, wie du das machen willst, ob du dich irgendwie treffen willst oder ob du irgendwie noch irgendwas haben willst von dem, was sie jetzt schon da ausgearbeitet haben oder so. Wobei halt so ein paar Sachen muss er unter Verschluss halten, weil er es ja nun mal angemeldet hat als Projekt, bla, ne, wegen möglichem Urheberschit. Und ja, also quasi so nach dem Motto, Alter, geile Scheiße, wenn du Bock hast, dann rumpelt's halt. Sehr geil. Dann, ich lasse das einfach mal so als noch nicht gelesen erstmal stehen, damit ich mir jetzt ein paar Gedanken machen kann. Ah, ich hab hier die fiesen Tricks drauf. Alter, das Shit. Der Shit, Mann. So, und dann, die Jojo die Info. Von wegen, ich hab da möglicherweise einen Weg rein. Um halt von innen drin mal auszubaldowern. Geilon. Ja. Da muss ich halt mich drauf vorbereiten, auf den Shit. Mal gucken, was da so abgeht. Klar. Vielleicht komme ich dann einfach irgendwann später. Geh erstmal mit dem da rein und ich komme dann einfach später dazu. Oder sowas, genau. Dann würde ich sagen, schreibe ich dir mal zurück. Ja, sau cool. Wann hast du denn Zeit? Kann man sich treffen? Auf einen Kaffee oder so? Also, der ist auf Starbucks und so weiter. Ist der ja so auf solchen Läden gewesen? So Hipster-Läden oder eher so andere Läden? Heißt nicht direkt Hipster-Läden. Aber halt auf dem Campus. Ich meine, wenn du auf dem Campus bist, hast du es nicht so leicht, nicht auch in Hipster-Läden zu gehen, ne? Das stimmt. Hat keiner dafür. Aber es scheint nicht so, als würde er jeden Tag mit seinem Mac im Starbucks sitzen und da seinen Roman schreiben, falls du das meinst. Gut, ne, ja, sind zusammen mit seinem Jutebeutel und seiner Röhrenjeans. Jutebeutel. Bevor Vicky zurückkommt, Entschuldigung, dass ich euch jetzt unterbreche, wird Jojo aber noch zu Kaman sagen,
pass auf, von der Hackerin-Sache erzählen wir ihr erstmal nichts. Da will ich sie eigentlich nicht mit reinziehen. Jetzt nur bei dem einen Ding. Mhm. Kriegen wir hin. Das Problem ist nur, da haben wir ja so an sich noch keine Auslöse. Danach. Leute, ihr wisst aber schon, dass ihr der Hackerin deswegen auf der Spur seid, weil ihr durch die Aale den Zwerg bekommen habt. Die wisst schon einigermaßen, dass ihr der Hackerin auf der Spur seid. Ne? Ach ja, stimmt. Also ich wollte das nur mal so in den Raum werfen. Ja, aber ihr müsst sie da jetzt nicht noch irgendwie mit reinziehen, aber ich sag nur, ja. Ne? Nee, aber wir müssen sie eh ein bisschen hinhalten. Also sie wird wahrscheinlich ein Festdings kriegen und dann, je nachdem, wie viel wir da überhaupt noch rausholen, irgendwie, das müssen wir dann auch nochmal gucken. Wir wissen ja nicht, wie viel Kohle wir dann abstauben am so, Ende. So, du willst einfach nur, dass wir nicht so viel Kohle bekommen. Na, darum geht's. Nee, alles das, klar. Nee, das ist nicht richtig. Nee, aber ist ja okay. Nee, aber was wichtig ist halt, dass wir halt erstmal noch keine Kohle kriegen, also wir packen das Ding raus. Dann wissen wir aber selber noch nicht, was wir dafür kriegen. Die kriegt und auf dann, jeden Fall ein Tausender auf die Kralle von unser, aus unserem Budget. Haben wir noch so viel Budget? Wir haben noch 4.500. Okay. Was? Ach nee, Blödsinn haben wir nicht, Entschuldigung. Ich dachte nämlich auch, wir sind aber noch letztens gekostet. Nee, ich muss ja nochmal was abziehen. 3,8 oder was? Genau, wir haben noch 4.250. Ach so, na jetzt minus 750. Nein, das habe ich ja schon minus 700. Abgezogen. Ach so, das hast du schon. Was hast du denn da jetzt noch abgezogen? Hä, wieso 700? Ich habe nie gesagt minus 700. Na, wegen Magierin nachtragen? Nee, da habe ich gesagt, das will ich, da habe ich dir gesagt, das will ich nicht auf, so schnell. Hä? Ja. Ich habe mich schon gewundert, weshalb das mit der Magierin da schon drin stand, aber ich habe da nichts weiter dazu gesagt, aber ich habe dir explizit gesagt. Ich habe dich doch extra vor ein Edge würfeln lassen, damit es noch rechtzeitig da drin ist. Also ich hatte das vorhin so verstanden. Jo, also das Risiko nehme ich auf jeden Fall auf, mich da irgendwie hinzufahren und dann knasten die mich ein, weil ich eine nicht lizenzierte Magierin bin. Deswegen sage ich hier grob Bescheid, trage das mal ein, meiner. Und dann habe ich gesagt, okay, das dauert irgendwie, erst habe ich gesagt, kostet 500 und dann habe ich die Ad würfeln lassen, hat so einen Erfolg. Das kostete nicht 500. Doch, ich habe gesagt 500. Nein. Und damit du das noch rechtzeitig zum Bewerbungsgespräch bekommst, 700. Das war vorhin meine Ansage. Du hast gesagt, das kostet gesagt, okay, 250 und dann 700, damit ich es rechtzeitig zum Bewerbungsgespräch bekomme. Davon naja, mal okay, dann halt so. Dann habe ich gesagt, nee, dann gehe ich ohnehin. Was? Ja. Hat sie bestimmt gesagt, ich war ja nur nicht dabei. Weil also, wir aneinander vorbeigeredet haben. Tja, schade. Ding alles klar, Klacken. Du warst ja also nicht mehr sicher, ob das nachgetragen wurde und Diego hat das offenbar eingetragen, weil keine Ahnung hat er bisher immer gemacht. Deswegen hat sie das gewusst und deswegen musstest du auch vorhin keine Edge würfeln. Deswegen, jetzt verstehe ich auch, was du meintest mit dem, ob du angehalten wirst. Hättest du auf jeden Fall Edge würfeln müssen. Ah, jetzt? Okay, gut. Das ist ja alles klar. Gut, das heißt, ich habe keinen jetzt. Muss ich jetzt extra Geld bezahlen? Nein, musst du nicht. Okay. Aber nächstes Mal müssen wir uns das irgendwie mal genauer. Da muss ich einfach. Ich hab's eigentlich echt deutlich gesagt. Ah, und ich hab's eigentlich auch echt deutlich gesagt. Ich werde das einfach so schneiden, dass ich recht habe. Was dagegen? Nee, oder? Läuft bei dir. Hey. Ja, ist doch ist auch rausgekommen jetzt. Ja, das okay, Meister und Schneider, das ist echt böse. Dann haben wir auf jeden Fall noch 4.500, das heißt, ein Tausender auf die Kralle kriegt sie auf jeden Fall. Jo, das läuft ja. Und dann gegebenenfalls, je nachdem, wie viel wir da rausholen, müssen wir dann gucken, ob wir ihr dann einfach noch einen Teil geben. Aber ja, sie wird dann noch, je nachdem, wie viel sie gemacht hat und wie viel es nützlich war und wie viel Risiko es war, alle Arztrichtungen gehen selbstverständlich auf uns. Mhm. Naja, wenn irgendwas passieren sollte, da... Kann das verdammt teuer sein. Ja, aber ich glaube, dass, wenn wir ihr sagen, Tausende auf die Kralle und Arztrechnung geht auf uns, ist das schon in Ordnung. Okay, aber Arztrechnungen können verdammt teuer werden. Ich weiß, dass Arztrechnungen verdammt teuer werden können, aber das Ding ist, weißt du, würdest du sowas für ein Tausender auf die Kralle mal so eben machen, wenn du nicht weißt, wie viel da am Ende noch bei rauskommt? Na, wir können es ja erstmal ausprobieren, je nachdem, ob sie da überhaupt jetzt Bock drauf hat oder nicht. Vielleicht hat sie selber auch noch was, was sie will oder was weiß ich nicht was. Irgendwas, was ich ihr besorgen kann, keine Ahnung. Fittenfett. Also, sie kommt wieder. Hey, da ist sie wieder. Was peinlich lange? Oder war es okay lange? Nee, okay, ich hab mir die Nase gepudert. Das ist richtig hart. Richtig hart, genau. Naja. Weiß wie Schnee. Rot wie Blut. Schwarz wie Elfenholz? Nein. Ebenholz. Pass auf.
Wir haben dir einen Vorschlag zu machen, aber den machen wir dir besser nicht hier. Okay. Wir gehen raus ins Auto. Wie bist du hier? Motorrad. Okay, dann setzen wir dich hinterher wieder ab. Ja. Das ist doch viel zu nass. So dein Chauffeur? Jawohl, Madame. Aber hier das so versaute Sachen zu dritt, da bin ich jetzt nicht. Nee, kein Bock drauf. Wenn die Meisterin befiehlt. Nein, Was? Das war ein Scherz. Nein, es war einfach nur, gerade aus einer Laune heraus, habe ich sie mit einem Regenschirm abgeholt und ihr die Tür geöffnet. Du musst dich nicht vor Vicky rechtfertigen. Doch, das solltest du. Warum? Das ist der erste Schritt, wie sie dich knechtet. Du musst ein bisschen aufpassen. Naja, weil ich das schon mit so vielen Leuten gemacht habe, meinst du? Ich kenne dich schon eine Weile, ja. Ich bin immer noch stärker als sie. Also wenn sie mich versucht zu knechten, kriegt sie eins aufs Maul. Ja, na klar, bist du stärker. Mhm. Also, die Mädels, nach euch. Ich halte den Regenschirm explizit jetzt über Vicky und nicht über Jojo. Das ist jetzt eine Trotzreaktion und aus Prinzip, oder? Du weißt, dass sie halt schon vollkommen nass ist, ne? Weil das ist ja egal. Mit Motorrad gefahren ist. Obwohl das eine Sache zwischen euch beiden ist und mit mir überhaupt nichts zu tun hat. Kaman, warum kompensierst du jetzt über? Das finde ich nicht nett von dir. Weil du gegossen werden musst. Ich warte nicht mehr. So. Ja, dich kann ich ja auch wieder abholen. Hier kriegst auch ein bisschen, jetzt seid ihr beide nass. Top. Kannst du den Regenschirm vielleicht auch so halten, dass ich nicht nass werde? Und ihr seid schon viermal im Auto. Steht jetzt 2 Minuten vor diesem Auto und haltet euch. Wie können wir das jetzt irgendwie noch hinbiegen? Tja, da ist immer jemand ein. Nass. Ja. Mach meine Sitze nicht nass. Jo, Vicky schüttelt sich erstmal jetzt richtig schön die Haare über deinen Sitzen aus. Jojo hält dir die Faust hin. Bäm, Junge, sie klatscht mit der Hand gegen die Faust. Nein, Vicky, du musst das auch so machen. Nein, ich muss gleich zeigen, dass ich nicht eins von den Cool Kids bin, sonst haben die Leute falsche Vorstellungen. Okay, warte, Jojo hält dir die flache Hand hin. Sie stößt mit der Faust dagegen. Ach, Vicky. Du gönnst mir gar nichts. Es war so schneller Wechsel, ich konnte mich nicht darauf vorbereiten. Ich brauche immer so ein bisschen Zeit. Jojo hält dir eine Faust und eine Hand hin. Ach Gott, Koordination. Jo, gibt's Klatsche. Zittert ein bisschen. Beim Zielen. Sehr gut. Pass auf. Während wir fahren. Vielleicht kannst du uns behilflich sein. Wenn du Bock hast. Ich werd auch keine Leihmutter. Nee, und zwar fest wie so eine Leihmutter. Ich weiß nicht, aber das klingt so komisch. Hä? Sollst du Eizellen spenden? Nein. Nein. Nee, das würde ich auch nicht machen. Das dachte ich mir, du bist nicht der Typ, der sowas macht. Das ist auch unheimlich schmerzhaft, soweit ich weiß. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, du bist der Typ, der Kinder eher selber aufzieht. Du bist so... Naja. Nee. Meinst du nicht? So. Nee. Aber du wirkst ein bisschen so. Hm. Aber unser Thema sind nicht gerade Kinder. Genau, unser Thema sind nicht Kinder. Unser Thema ist, dass wir wo rein müssen und dass du uns vielleicht helfen kannst. Ich glaube, dass es ganz klug ist, wenn wir vielleicht noch eine dritte Person dabei haben. Du müsstest nicht mit rein. Es würde vermutlich so ähnlich ablaufen wie bei der Lagerhalle, also von deiner Rolle her. Vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Auf jeden Fall weniger, weil ich ja dann nicht mit euch kommunizieren kann. Ich bin dann relativ unnütz. Ja, aber in der Planungsphase nicht. Weil du teilweise einen besseren Überblick über solche Sachen hast als wir. Ja, ich weiß nicht, ich hab eine andere Sichtweise, ja. Aber ich bin halt dann direkt recht unnütz. Naja, ein Auto könntest du zum Beispiel fahren, wenn wir unser Auto nicht rufen können, ja, aber, sowas in der Art. Ja, aber das, was ich halt dafür, wofür ich halt eigentlich angehört wäre, das kann ich dann halt nicht. Nee. Wenn ihr da rein wollt mit so einem Gerät. Ja, das mag sein, aber du scheinst dich da etwas besser auszukennen. Außerdem
Kannst du hinterher das Auto fahren, was wir dann wahrscheinlich nicht rufen können und so weiter und nicht vorbereiten können? Da ist eine dritte Person, die das extern macht, nach Zeitplan. Also, ne? Entweder nach Zeitplan oder wir lassen halt unser Comlink oder den ganzen Shit so lange aus und machen es dann nur am Ende kurz an und sagen, ey, yo, Bro. Und so. Nee, das ist nicht gut. Nur im allergrößten Notfall, weil wenn sie das einmal haben, dass es ein Signal ist, können sie es auch relativ einfach auf einer Karte orten. Das heißt, sie wissen dann einen Zentimeter genau, wo ihr seid. Gut, also nur im allergrößten Wichtige Notfall. Tipps aber dann zum Beispiel. Im allergrößten Notfall siehst du sowas, für sowas bist du zum Beispiel gut. Aber im allergrößten Notfall könntest du dann gegebenenfalls ein Auto fahren. Zum Beispiel. Oder sowas in der Art. Oder solche Dinge wissen, wie du jetzt wusstest, die wir nicht wussten. Ja. Wir brauchen also Expertise, die wir einkaufen würden. Okay. Was wir dir anbieten können, ist, dass wir dir dann auf jeden Fall ein Tausender auf die Kralle geben. Die hast du sicher. Da das jetzt aber nur ein Mittel zum Zweck ist, um, sagen wir, ein größeres Ziel zu verfolgen und wir nicht wissen, was wir da am Ende noch rauskriegen, kann ich dir nicht sagen. Also wenn wir da noch was rauskriegen am Ende, kriegst du davon auch noch einen Teil? Oder kriegst du dann auch noch was, je nachdem, was irgendwie wie ablief und so weiter und so fort? Wenn wir nichts rauskriegen, dann überlegen wir uns noch was. Und wo? Wo das ist? Hm. Sie sagt dir die Gegend. Okay. Seid ihr noch da? Ja. Okay, gut. Weil hier war nämlich auf einmal gerade... Achso, nee, Vicky wirkte nur so, als würde sie noch überlegen. Hm. Wenn du jetzt sagst, du willst da gar nicht hin, dann ist das auch in Ordnung. Dann... gucken wir halt nochmal, wie wir es machen. Dann Zweifel, dann schauen wir einfach nochmal. Aber was müsst ihr denn da dann überhaupt machen? Wir müssen da einen Knoten rausholen. Hm. Mitsamt Daten etc. Jo, ihr könnt ja. Zum Beispiel das hier ist ja ein schönes Auto. Yep. Es geht ja kaputt. Immer mal. Nein. Hoffentlich nicht. Ich finde, wir könnten noch zusätzlich einen Deal machen, dass ihr solche Reparaturen dann bei mir kostengünstig das nächste halbe Jahr immer machen lasst. So. Was ist denn zum Beispiel damit noch? Also unter dem Werkstattpreis, aber über dem, was zum Beispiel Jojo nehmen würde, wenn sie das repariert, weil sie nur die Materialien will, dafür aber auch ein bisschen besser als Jojo das könnte. Was? Ja. Was? Ja. Ich habe mich mit dir darüber unterhalten. Aus? Ja. Dann könntest du mir eventuell auch was beibringen. Auch das ist zusätzlich eine gute Idee. Mir geht es bloß darum, 1000 für das Gebiet halt. Das ist halt ganz schön krass. Es ist schon klar, dass das ganz schön krass ist. Wie gesagt, ja, aber ich meine, ich will jetzt nicht auf einmal super viel Geld, sondern ich brauche was, was mich vielleicht trägt, wenn es nicht so klappt, so wie jetzt. Da wäre halt sowas lieber. So eine einfache, kleine... Ich meine, wenn das Auto hier kaputt geht, dann seid ihr beide auch kaputt. Und dann, wenn ihr gerade wieder gesund seid, ist das Ding auch fertig. Ja. Das hat nur Vorteile. Schaut Carbon an, wenn es nach mir geht, können wir das machen. Materialien kann ich auch so noch anschaffen. Jo. Machen wir. Deal. Alles klar, cool. Ich bin total professionell. Wann wollt ihr da rein? Wir haben keine feste Zeit erstmal. Also es sollte schon. Also ich muss jetzt nicht meine Sachen packen und komplett abgeben. Nee. Es sollte zwar zeitnah sein, aber zeitnah heißt hier auch nicht morgen und nicht übermorgen, sondern dann, wenn es passt. Okay. Richtig, weil wir haben noch ein paar Eisen im Feuer, um da das Ganze auszukundschaften und uns halt Gedanken zu machen. Von daher. Deal? Übrigens haben die bei solchen Systemen, auf jeden Fall, die haben bei solchen Systemen übrigens meistens keine Kameras.
Ah, gut, dann habe ich sie also nicht umsonst einfach nicht gefunden. Also jedenfalls, ja, ich, ja. Ja, ich war schon einmal kurz da und ich habe echt keine gefunden und ich bin schon bekloppt geworden, weil ich keine Kameras gefunden habe. Jo, sie haben halt dann eher noch sowas wie irgendwelche anderen Sensoren, die so dein menschliches Elektromagnetfeld da abtasten. Was halt, Scheiße. also wenn du es schaffst, genau 2 Meter oder mehr als 2 Meter von jeder Wand entfernt zu sein, ergo der Gang breiter ist als 2, 4 Meter, dann, also und dass du auch noch dazwischendurch passt, dann ist das relativ gut. Es sei denn, sie haben das im Boden drin, das ist halt relativ schlecht. Da habe ich keine Ahnung. Aber solche Sensoren, die kann man doch bestimmt irgendwie. Haben die ein ganz spezielles Resonanzfeld oder ein ganz spezielles Magnetfeld oder irgendwas anderes, wie die das wahrnehmen können? Mit anderen Worten, können wir sie irgendwie täuschen? Nee, nicht nur täuschen, sondern können wir irgendwie rauskriegen, wo die sitzen. Oder so. Ja, nicht gefahrlos. Also ich meine, Na, pass auf. unten war vermutlich nicht so genau. Du kannst dann sehen, in welcher Wand die sind, vermutlich. Das würde gehen. Ja, Aber das ist ja mehr. schon mal hilfreich. Ziemlich. Ah, fällt mir. Ja, geht. Na, die Frage ist, haben die irgendein spezielles Feld, magnetisches Feld oder irgendwas, weiß ich, womit die das wahrnehmen können? Na klar, müssen sie ja. Ja, eben. So, kennst du das? Weißt du, wie man da irgendwie, inwiefern sich das gegebenenfalls von anderen unterscheidet? Tut es das Schwierig. überhaupt? Weiß Jo sowas? Kannst du mal Hardware machen? Na, es ist halt ein sehr schwaches Feld, was irgendwie sinnvoll ist. Und es ist, die Frequenz ist meiner Ansicht nach, müsste die ja dann relativ niedrig sein. Aber in welchen Bereichen das genau ist, keine Ahnung. Vielleicht lässt sich das Und sogar das noch ist auch nicht rauskriegen. leicht rauszukriegen, glaube ich, vor allem, weil du auch nicht weißt, welches Modell sie haben. Ja, das ist richtig. Kann man diese Sensoren, also diese Frequenzen mit einem Frequenzmessgerät irgendwie aufspüren? Ja, Also, daran, da ja, ich deswegen meine frage ich das. ja, zu wissen, was für Frequenzen in der Luft sind, dann könnte man den Sensortyp erfahren, vielleicht anhand der Frequenz. Jo, dafür benutzt man halt einigermaßen so ein ähnliches Gerät wie das, was wir auf dem Dach haben. Outgames gab da auch, wie heißt der gleich? Da gibt's ja irgend so ein Gerät, ne? Ja, Irgend ein das ist der irgendwie 14.000 Millionen Dollar Sequenzmesser oder was? kostet Nee, der und ist eigentlich sogar sau echt? billig. Ja, Nee, im Moment, ich rede gerade vom Radiosignalscanner, aber ja, ich genau, den glaube, meine ich, glaube ich auch. der ist echt billig. Aber Das hat, Ding ist scheißen aber der hat billig. irgendwie 14.000 Millionen F, ne? Sowas Nee, war das, glaube nee. ich. Der ist, Nicht? A, ist der total legal und zweitens ist der, Legal? Ja. ja. Das war Habe super ich gerade billig. Hausregel gehört? Das Ding Ja, war super billig. du kannst halt alle elektrischen Geräte mit diesem Ding, das ist im Grunde genommen das Na, im Ding, Umkreis von 2 Metern kannst das du, ist soweit das ich Ding, weiß. was deine elektronische Kriegsführungsskill ersetzt. Im Grunde genommen. Aber da würfelst du halt einfach nur mit dem Gerät. Das ist wie so ein Max-Schloss-Knacker, wo du dann einfach Gerätstufe würfelst. Punkt. Ich gucke das jetzt nach. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Radiosignalscanner, Seite 440. Sehr schön. Wir kommen dann Was ist mit das im diesem Ding. Grundregelwerk drin? Na klar. Cool, das war im SF4 nicht im Grundregelwerk, da war es im Arsenal. Doch, war's. Im Vernetz war's, oder nicht? Nee, im Arsenal meine ich. Also, es gibt noch dieses Sicherheitsgerät, Dingsbums, bla, das war im Vernetz, meine ich. Das Ding ist unwahrscheinlich cool. Ich benutze es auch unwahrscheinlich gerne und also meine Spieler haben das noch nie gemerkt, dass ich die Dinger benutze. Und ständig gehen ja irgendwie der Alarm los und die wissen nicht warum. Das ist witzig. Bin ich froh, dass du nicht für uns leitest. Ja, es ist so. Hey! Eigentlich Geh doch müsstest mal du das rum. auch mal tun. Ich habe jetzt Cthulhu geleitet. Du müsstest auch irgendwann mal was leiten. Wenn der Oha. Spielleiter nochmal Pause braucht. Macho Women Wear Begins. Nee, das kann er nicht leiten. Nee, das kannst du nicht leiden. Was? So, to operate a bug scanner, roll electronic warfare and logic. Das ist ein Bugscanner, das ist was anderes. Nein, da stand gerade der bug scanner, also called radio signal scanner, bitch. Hä? Aber nee, das ist nicht dieses Das ist der. Matrix-Überwachungssystem, was wir aus dem Vernetz kennen.
Nee, das ist das, was die haben, genau. Aber der Bugscanner, nach dem Jojo gerade fragte, das ist ja im Wesentlichen sowas Ähnliches in klein. Ja, dann ist das aber, dann kannst du, also irgendwo, zumindest im Arsenal, so wie ich das kannte. Das war im SR4. Ja, im SR4 war das ein bisschen anders. Aber hier brauchst du halt eine komische Kriegsführung und das Teil gibt nur dein Limit an. Weil ja jetzt alles irgendwie Limit hat. Du willst mir jetzt schon wieder nicht sagen, keiner braucht elektronische Kriegsführung. Brauchst du auch nicht. Das gefälligst. Ja, das Ding ist, dass du halt einfach immer sagst, du kriegst zu wenig Karma, also. Wir kriegen auch zu wenig Karma. Entspann dich mal, Schlampe. Ja, wir spielen jetzt schon wieder voll. Alter, jetzt geht das 20 Meter und nicht mal nur 2. Was ist denn da los? Radiosignale sind voll leicht zu finden eigentlich. Alter, was ist ganz echt völlig sinnlos. Die haben letztens in unserer Gegend einen 180 Meter Turm, Radiosignalturm, aufgebaut. Und in der Nacht- und Nebelaktion wieder abgebaut, nachdem die Polizei das Ding stillgelegt hat. Piraten sind ja so bin. Durchaus alles richtig. Ich sehe das auch physikalisch ein, aber es ist halt, das bricht das komplette Design von Shadowrun. Weißt du? Warum? Weil du als Hacker 1000 Millionen Erfolge brauchst, um ein verstecktes Gerät zu finden. Und mit dem Scanner brauchst du jetzt zum Glück auch 1000 Millionen Erfolge, aber könntest es, also konntest du es in SR4 noch übelst leicht, das war komplett sinnlos. Also du konntest zum Beispiel dann keine versteckten Kameras haben, weil du hast das Ding angeworfen und hast alles gesehen. Das war irgendwie echt für den Arsch. Echt? Ich habe damit nie alles gesehen. Ja, weil vielleicht ich dein Spielleiter war. Könnte sein, oder? Es ist halt wie, wenn du Wahrnehmung 1000 hast. Weil ich das Ding unter dir als Spielleiter nie benutzt habe. Ja, deswegen vielleicht auch. Also, ja. Um das zusammenzufassen, tja, ihr habt leider keine elektronische Kriegsführung. Und selbst dann frage ich mich, wie genau das die Dinger ortet oder ob das nur eine Richtungsangabe gibt. Das steht nämlich nicht dabei. Er steht da, findet alle Geräte in der Reichweite von 20 Meter aus. Wenn sie versteckt sind, dann haben sie sogar noch einen Gegenwurf. Also, um darauf zurückzukommen. Juti, dann ist dieser Plan leider gescheitert. Da wollte ich mal was basteln und dann darf ich nicht. Ja, die Frage ist halt, ob sie überhaupt die Sensoren haben. Ich habe gesagt, meistens. Ich weiß nicht, wie sie es da designt haben. Nein, mir geht es darum, dass ich da generell erstmal Sensoren finden will, wenn da jemand durchlatscht, weil ich doch wissen muss, was sie da haben. Das Problem ist, wenn du Sensoren findest, dann fängst du ja die Signale auf und so, ne? Und das Teilgerät gibt dann auch Signale ab. Und das heißt, die finden dich sofort mit dem Teil. Das ist halt irgendwie doof. Scheiße, ist das doch alles. Man könnte natürlich jetzt gucken, wo haben die ihr Geld... Obwohl, nee, das ist viel zu kompliziert. Wahrscheinlich, um zu gucken, wo die ihr Geld abgelegen... Hängt das Ding am Strom jetzt mal ganz blöd? Müssen wir da extern den Strom abstellen? Doofe Idee, glaube ich. Prinzipiell ist das eine doofe Idee, aber ich... Na, das wäre dann halt die Brute Force-Variante. Da musst du halt schnell sein. Na, eben. Und hoffen, dass sie keine Mack-Schlösser haben, die so gebaut sind, dass wenn der Strom aus ist, die Tür halt dann zu ist. Ja, das werden die haben. Dann musst du das noch ein bisschen länger brücken pro Schloss. Na, das ist halt eine schnelle Variante. Auch mit den Türen, das geht noch von der Geschwindigkeit her, aber dann kannst du auch gleich eine Monofilamentkettensäge oder sowas nehmen. Hey, ich habe eine, die kam noch nie wirklich zum Einsatz. Wenn sie das Gebiet reinkriegst, dann ist es möglich. Und das, ich sag mal, wenn man sie auseinanderbaut, dahin fährt, dann dort vor Ort zusammenbaut, kriegt man das sicher hin. Okay, trotzdem muss dieses Ding ja irgendwie verkabelt sein. Ja. So. Das Ding scannt. Kann das auch senden? Also, die Frage ist, ist es dieses Ding, dass dann, wenn es sagt, okay, ich habe hier Knoten gesendet, bla, sendet das selbstständig? Das heißt, hängt das Ding nur am Strom? Oder müssen auch irgendwie Informationen über Kabel weitergeleitet werden? Na, meistens nimmst du dann keine Matrix-Nachricht an die Sicherheit, dass da Leute sind, sondern du nimmst das halt irgendwie verkabelt, weil, ne? Naja, genau, so. Sprich, wenn mein allererster Weg... mich irgendwie, da müsste ich allerdings wissen, wo da die ganzen Scheißkabel liegen. Also, wow, der Kacke. Aber. Was in einem Filmstudio, glaube ich, der Tod ist, das zu finden. Da müssten in den Wänden nur Kabel sein. Also nicht nur, aber richtig viele. Ja, ja, aber wenn der erste Weg mich quasi dahin führen würde, dieses Ding einfach nur. Das wäre eigentlich das Einfachste, wenn ich dem einfach den Sender zerschieße, dann findet es einfach, wobei dann. Scannt, da würden die auch checken, dass das Ding nichts mehr scannt. Das wäre eigentlich kacke. Ja, dann würde kommt drauf an, ob sie es aktiv überwachen. Na gut, wahrscheinlich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, es gibt auch einen Fehlerreport dran raus. Nur Sendemast kaputt. Map.
Ja, kommt drauf an, wie du zerschießt. Ich hatte zerschießen jetzt nicht wortwörtlich genommen. Nee, nee, ich auch nicht. Aber wenn, dann trotzdem würde das ja irgendwie feststellen, hier Sender kaputt oder was weiß ich nicht was, wenn ich den jetzt einfach abkopple. Weil überschreiben kann ich dir die Signale wahrscheinlich nicht. Wobei, OT, geht das noch, dass man Kabel irgendwo, oh Gott, das ist eigentlich sinnlos, weil wir nicht die Zeit haben, das Ding zu finden, dann müssen wir echt wissen, wo es liegt. Aber theoretisch, wenn ich ein Kabel noch irgendwo anschließe, so wie das früher mal war mit Kamerasignalen, weißt du, dass man irgendwie so ein Ding an die Kamera angeschlossen hat, so wie es auch mal bei Leverage war. Du meinst an das Kabel was ranstecken, ja. Damit dann du dort deine eigenen Daten einspeisen kannst. Ja, genau. Das gibt es, das ist extra ein Gerät, das ist doch hier diese Glasfaserkabelwanze da. Die gab es schon, ja. SR4, die war ziemlich nice. Richtig, die ist auch ziemlich cool. Was natürlich auch mal eine Möglichkeit ist, wir haben ja schon einen Grundriss, haben wir schon, oder? Ja. Ja. Hat die Feuerwehr nicht auch immer so Leitungspläne? Also haben sie Rettungskräfte oder was nicht? Mhm. Von denen vermutlich schon. Ich meine, die sind ja, ne? Aber da wird nur stehen Stromleitung, alles andere ist doch egal. Ja, Strom, Wasser, Leitungs- Gas, Pläne. Ja, stimmt. Ja. Wasser und Gas haben sie vermutlich nicht. Ja, Gas auf jeden Fall. Also wenn sie Feuer, wenn sie Strom haben, haben sie Gas auch auf jeden Fall. Wieso? Wenn Gasleitungen schon wichtig sind, dass man weiß, wo die laufen. Ja, ach so, nein, ich meine, das Gebäude benutzt vermutlich kein Gas und deswegen sind in dem Gebäude vermutlich keine Gasleitungen, das meinte ich. Ja, das ist okay. Damit kann ich leben. Aber die Feuerwehr weiß über Gasleitungen Bescheid. Ja, das auf jeden Fall. Immer schön die blauen Kabel. Wahrscheinlich müssen wir erstmal einfach wissen, wie sieht es denn innen drin aus, wie ist die Sicherheit generell und so weiter und so fort. Und ich glaube, da müssen wir erstmal mehr Infos haben, weil alles, was wir jetzt machen, ist ins Blaue raten. Ja, der erste große Teil dreht sich ja schon irgendwie um dieses Gerät da oben. Ja, natürlich, so. Aber... Wenn wir da mit einer Drohne rankommen, um da einen Bereich, also einen kleinen Störsender ranzupacken, dass das Ding halt nichts mehr aufnimmt? Knoten. Ja, na, die Drohne kann autonom operieren, theoretisch. Richtig. Aber jeder Störsender, den du von einer kleinen Drohne da dran pappen lassen kannst, ist halt nicht gut genug eigentlich. Die sind zu groß, die Störsender. Zu schwer. Shit. Ich kann ja mal gucken, ob ich billig Pläne rankriege, wenn ich ein bisschen Geld wachsen lasse, ob wir das eine Kabel finden, wenn ihr wollt. Dann sage ich euch, wie viel es kosten würde. Also wir haben noch... Es sei denn, die andere Möglichkeit ist halt, ihr geht tatsächlich komplett stumm rein. Ne? Ja, das habe ich auch schon gedacht. Aber das ist halt das Ding mit, ja, das ist richtig, aber mit solchen Geräten verlassen sich die Leute halt auch immer unheimlich drauf. Na, ich habe auch schon überlegt, ob wir das einfach machen. So, ich habe halt ein bisschen Angst, dass... Naja, sagen wir es mal so. Wenn der Aufwand und die Gefahr, das Ding kurz zu schließen, also irgendwie auszuschalten, so groß ist, ist das okay. Nur wovor ich einfach ein bisschen Schiss habe, ist, dass da noch andere Sachen sind. Ja, ihr müsst, man weiß, ob da noch andere Sachen sind, dann kann man auch stumm reingehen, wenn man die anderen Sachen irgendwie kaputt kriegt. Darum geht's, aber dann deswegen hatte ich halt überlegt, wie das mit den anderen Sachen, also mit den anderen Sensoren ist. Wenn ich weiß, wo die sind und was das ist, dann kann ich mir das überlegen, weil dann weiß ich auch, was ich dagegen machen kann, aber... Ja. Solange ich das nicht weiß, kann ich da nicht stumm reingehen. Nee, das geht nicht. Das ist klar. Genau. Deswegen habe ich halt überlegt, ob man zumindest diesen Blödsinn, also ob man, wie das im Verhältnis ist, also das Schwierigkeitsverhältnis mit und ohne diesem Ding, beziehungsweise das Schwierigkeitsverhältnis rauszukriegen, was die da noch haben und was nicht. Aber ich glaube, wir müssen da einfach irgendwie erstmal rein und mal gucken, was da ist und auf diesem Wege halt irgendwie rausbekommen, was da noch für Sensoren sind. Das Blöde ist nur, dass man der blöden Sicherheitsfirma, die das wahrscheinlich weiß, auch gerade nicht so gut Kirschen essen ist. Ich bin nicht mal sicher, ob die das wissen. Naja, die müssen ja wohl wissen, worauf die sich verlassen, also... Es kommt drauf an, wie du deinen Vertrag gemacht hast, wenn du sagst, du kannst deine Sicherheitsfirma gut leiten, dann sagst du denen alles und dann gibst du denen auch die ganzen Abgriffe von den Sensoren. Wenn du den nicht gut leiten kannst, dann
hast du deinen eigenen kleinen Sicherheitsdude und sobald der merkt, dass irgendwas schief geht, dein Signal kommt her und macht alles kaputt. Und gibt dann halt erst das Ding weiter, ne? Wir hatten ja Infos über das gesamte Personal, da gab's keinen eigenen Sicherheitsdude. Oder? Nee, eigentlich nicht noch. Na okay, also wir haben auf jeden Fall Infos über das gesamte Personal, das da ist. Und die haben keinen eigenen Sicherheitsangestellten. Wenn dann jemand, werden der die das wohl das alles zusätzlich wissen, ja. Macht. Also wenn, dann macht das jemand, der das da zusätzlich macht. Zu seinem eigentlichen Job. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich mir auch nicht. Moment, Moloko Security. Habt ihr eigentlich eine Enterhakenkanone? Oh, die habe ich jetzt mittlerweile mal eine. Da musst du mal an deinen Charakter gucken. Ja, ich habe keine, glaube ich. Ich meine, ich hätte mal eine gehabt, aber irgendwie. So, ich könnte mir nicht vorstellen, warum nach der letzten Kletteraktion von dir. Och, wenn nicht, besorge ich eine. Du weißt aber nicht, was die in SR5 kosten, oder? Ich glaube, deswegen hatte ich keine. Hm. Oder ich wollte mal selbst eine basteln. Irgendwie so war das. Ich finde zumindest gerade keine. Okay. Das heißt nicht immer was, aber ich finde gerade keine. Ja, war nur so ein Gedanke. Weißt du, was mir gerade einfällt, was wir noch haben? Hm? Einen Matrix-Virus zur Geräteverschleierung. Scheiße, stimmt. Für B-Gebiete. Genau. Ja, für B-Gebiete in Sokol. Donskoy B-Gebiete. Nee, warte mal, ich glaube, es waren sogar allgemein B-Gebiete. Ja. Das Problem mit der Sache ist, da gebt ihr euch eine andere Persona. Nee, stimmt, das hat die komplett verschleiert. Richtig. Mhm. Wir haben auch noch eine Ablenkungsdrohne. Eine Sprengstoffdrohne quasi. Mit Splittergranaten. Also ich meine, der Virus ist jetzt natürlich 1 Milliarde Jahre alt, aber prinzipiell ist das, ja. Fällt mir gerade ein, dass wir das noch haben. Und wir haben noch eine Strukturschwächungsdrohne, aber die brauchen wir in dem Fall, glaube ich, nicht. So, sagst du das eigentlich ingame? Na, sie meint zumindest gerade, ich kann mich daran erinnern, dass wir noch diesen Virus haben. Diesen Geräteverschleierungsvirus. Erinnerst du dich? Mhm. Ich hab den auf jeden Fall noch. Na, ist dann ist noch okay. Gib dem doch einfach mal dem Rumpelstilz und der soll sich mal das Teil von außen angucken. Und dann kann er den bestimmt irgendwie so basteln, dass er wieder einigermaßen, oder was heißt einigermaßen, dass er relativ gut funktioniert. Wenn der überhaupt, ne, darauf passt. Schön, dass du uns das sagst als Spieler, weil unsere Mitkameradin weiß natürlich von Rumpelstilz noch nichts. Doch, die hat uns den vermittelt. Ja, das sagt sie auch gerade. Stimmt. Die hätte heute eh noch gefragt, ob der sich eigentlich führt, denn sie hat ihm ja am Anfang noch irgendwie gesagt, Junge, reise dich zusammen, du machst es jetzt mit denen. Stimmt, ich sage nichts. Bam! Wir haben auch noch... Ich war öfter betrunken in letzter Zeit. Bis zu 100. Sehr gut. Wir haben auch noch eine Drohne, die... Na, wobei, die ist hier nicht sinnvoll. Du meinst die Gravumnan? Nee. Ich meine die andere... Die Häuserwände, Hauswände porös macht. Das ist nicht sinnvoll. Glas. Also, soweit ich das sehe hier, habt ihr genau einen Ausgang und einen Eingang. Das ist also im Wesentlichen schon mal eine Todesfalle. Das heißt, so eine Drohne, die Strukturen irgendwie schwächt, wäre richtig gut. Na, wir haben auf jeden Fall noch eine. Hm. Ansonsten müsst ihr halt zum Haupteingang rein und raus. Und das ist halt irgendwie doof. Naja, also ich sag mal, diese Struktur, also diese Drohne macht die jetzt auch nicht kaputt. Sie schwächt einfach nur die Struktur. Und das heißt, wenn wir da rein wollten, wäre es erstmal tierisch laut. Naja, nicht zum. Das ist der Notfall raus, naja. Hinten raus, weil jeder erwartet, dass du vorhin rausgehst, aber der Ork durchbricht einfach mit der Drohne die ganze Scheißwand. Je nachdem, ob die das. Die Wand, die Wand kriegt sie, glaube ich, nicht hin, aber eine Scheibe wird sie auf jeden Fall hinkriegen. Nee, die hat damals eine Wand zerschlagen. Nein, es war Panzerglas, aber. Stimmt, du hast recht. Aber irgendwo da werden sie ja ein Fenster haben, ne? Ja.
Und wenn wir da durchkommen, wo es keiner erwartet, ist es natürlich ein Vorteil, der uns das Leben retten könnte. Das stimmt. Also die könnten wir in Rückhand halten. Das heißt, sollten wir also feststellen, dass, also solltest du feststellen, dass wir umzingelt werden, kannst du die Drohne schicken an Fenster X, was wir vorher abmachen. Genau, dann müsste ich aber wissen, wo genau ihr seid. Am besten ihr nehmt die mit. Brauche aber eine Weile. Hm. Das ist das größte Problem. Und sie wussten mir, wie lange die brauchte? Ich weiß das echt nicht mehr. Ich habe es mir auch damals nicht aufgeschrieben. Ich glaube, mit Schallwellen geht das relativ schnell. Also ich glaube, das ging ja so, dass es die, die Scheibe in Eigenresonanz bringt und dann dadurch... Die muss halt nur gucken, wann sie die richtige Frequenz findet. Je nachdem, was es für eine Scheibe findet, so lange dauert das nicht. Okay. Okay, streich das. Na gut, dann können wir sie tatsächlich mitnehmen. Hm. Gut. Coole Idee. Bringt tatsächlich noch was, das Ding. Ha, gut. Oh, sieh, ich habe im Jojo hat immer noch dieses Gunfist-Ausschlag-Flüssigkeitsröhrchen. Alter, jetzt weiß ich erst, wovon du sprichst. Ja. Die hat nach 4 Umzügen einfach immer noch seinen Eiter. Ja. Alles klar, wir machen einen Cut. Und man sagte Flumi nach, dass sie keine Frau wäre. Oder keine Frau sei und Jojo dasselbe, das ergibt sich ja irgendwie. Aber man wird schon oft eines Besseren belehrt, zum Beispiel, wenn sie abgelehnt wird beim Vorstellungsgespräch und obgleich sie sagt, sie sei nicht zickig, meiner Ansicht nach da doch ein wenig rauszuhören war, dass, nennen wir es mal, aggressive Enttäuschung durchaus eine Rolle spielte. Aber na gut, da musste halt auch mehr Bock haben, wenn du bei dem bist. Kannst nicht einfach hingehen und sagen, ich bin halt total interessiert, ich hab da nichts in die Richtung gemacht und habe auch eigentlich überhaupt keinen Plan, warum ich hier bin. Die anderen waren bloß scheiße und bei euch dachte ich, das ist easy reinzukommen. Weißt du, wie hier Monetos und sowas, kennst du ja. Tja, so, Kinder, macht man's nicht. Ja, nee. Gut, doch, vielleicht, keine Ahnung. Ansonsten, Expertise wurde akquiriert, also Expertise, jetzt mal ganz vorsichtig, ne? Expertise, nennen wir das mal, wurde akquiriert und ja, ist auch gar nicht so schlecht. Einfach, weil ich dann als Spielleiter super viele sinnlose Sachen einwerfen kann, die so nicht hundertprozentig richtig sind und die Spieler bereiten sich in gar wunderbarer Weise darauf vor. Das ist sehr schön. Nicht? Genau, bam. Was war's letztes? Sauerkirschen, ja, das hatten wir schon, da bin ich mir relativ sicher. Für alle rechtlichen Fragen, Videobeschreibung und die Musik ist von German Shepherd mit dem Lied Russian Style auf dem Album Great Style. Und ich glaube, die anderen Lieder sind, ich habe jetzt nochmal reingehört, genauso gestört. Das macht man sich an zum Einschlafen, wacht irgendwann auf und weiß überhaupt nicht mehr, was los ist. Und wenn ihr den Punkt erreicht habt, dann könnt ihr... Ja, dann könnt ihr ja auch mal eine Runde Shadowrun spielen. Das ist immer ganz gut. Nicht? Genau. Ansonsten, bis zum nächsten Mal und grüß die Nachbarn.